Drei tolle Frauen heute bei uns zu Gast. Bettina Tietjen, Caroline Kebekus, Nadja Brunkhorst, die über Nacht für Millionen Menschen plötzlich zu Christiane F. wurde, beziehungsweise zum Gesicht von Christiane F. Und wir freuen uns auf einen echten Offizier und Gentleman. Siegfried Rauch ist heute unser Gast. Jetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Herzlich willkommen. Ja, Berlin, die 70er Jahre. Zwei Sternreporter recherchieren in der Drogenszene rund um den Bahnhof Zoo und stoßen dabei auf eine junge Frau. Nur ein kurzes Interview soll es werden. Am Ende reden sie Stunden, Tage und Wochen, in denen sich diese junge Frau ihre unglaubliche Geschichte von der Seele erzählt. Es ist die Geschichte der Christiane F. Das Buch wird ein Welterfolg, bis heute 4 Millionen Mal verkauft. Was kaum einer weiß, diese Geschichte ist auch ihre Geschichte. Und sie ist mindestens genauso packend, denn sie wurde in der großen Pause vom Schulhof weg engagiert, um die Hauptrolle in diesem Film zu spielen. 14 Jahre alt war sie damals. Und weil kaum einer das Gesicht der wahren Christiane F. kannte, wurde sie es plötzlich und sagt heute darüber, die Leute hielten mich tatsächlich für das Mädchen vom Drogenstrich. Und wie die wirkliche Christiane F. musste auch sie am Ende flüchten vor dem eigenen Ruhm. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Eine Geschichte, die so noch nie erzählt worden ist. Nadja Brunkhorst. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, und wir werden natürlich auch heiter sein in dieser Sendung. Er hat das ähnlich erlebt und sagte bei seinem letzten Besuch hier in der Sendung über seinen Beruf, es ist wirklich anstrengend, das ganze Leben jemanden zu spielen, der man eigentlich gar nicht ist. Ist vielleicht auch besser so, denn wenn man in Filmen, aufgemerkt, mit so schönen Titeln wie Der Mönch mit der Peitsche auftritt, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man zu Hause weder als Mönch durchs Schlafzimmer turnt noch eine Peitsche hat, weil einem die eigene Frau sonst ziemlich komische Fragen stellt. Und zu Hause ist er bald öfter, weil er jetzt tatsächlich zum allerletzten Mal das Traumschiff um die Palme steuert. Und die große Frage ist, was wird jetzt aus unserer Lieblingschef-Stewardess, was wird aus Beatrice? Herzlich willkommen, Siegfried Rauch. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und apropos Mönch mit Peitsche und seltsame Hobbys. Ihr neues Hobby trägt den schönen Titel Schuhe putzen mit Damenstrümpfen. Das klingt seltsam und es ist nicht das Einzige. Wer zum Beispiel Ihren Namen im Internet sucht, dem schlägt die Suchmaschine automatisch folgende drei Begriffe vor. Beine, Dusche, Lederhose. Und es gibt sogar Fans, die sie liebevoll, Achtung, die scharfe Strumpfmaus nennen. Was also ist da los? Und wer ist sie? Und wenn ja, wie viele? Herzlich willkommen, Bettina Tietjen. Schön, dass du da bist, Bettina. Die scharfe Strumpfmaus. Ja, und auch ihr sind in diesem Jahr ziemlich verrückte Dinge widerfahren. Auf der Deutschen Bischofskonferenz zum Beispiel kam es zu einer Kollision mit dem Kölner Kardinal Meißner. Und das nur, weil sie sich bei ihm als neue Päpstin bewerben wollte, worauf der Kardinal antwortete, dafür haben Sie gar nicht die Figur. Dennoch war sie vor allem mit ihrem Programm so erfolgreich wie nie, auch deshalb, weil sie als Einzige verstanden hat, worum es in dieser unsäglichen Sexismusdebatte Anfang des Jahres wirklich ging. Sie sagt, ein gut gefüllter Ausschnitt ist in Wahrheit eine Falle für Typen wie Brad Pitt. Und dummerweise hat man manchmal ein bisschen Brüderle als Beifang. Herzlich willkommen, Caroline Kebekus. Schön, dass du mal bist. Ja. Also, schöne Runde, freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Bevor wir aber einsteigen, Bettina, bei deinem letzten Besuch hier hast du, und ich fand das damals sehr, sehr liebevoll und schön, über deinen an Demenz erkrankten Vater gesprochen. Du hast darüber erzählt, wie er in den letzten Monaten vor allen Dingen seine Persönlichkeit verändert hat, wie er plötzlich ein ganz lustiger Mensch wurde, der gerne Witze von dir gehört hat und wie du ihm im Speziellen in deiner Beziehung als Tochter so nahe gekommen bist, wie er vorher vielleicht nie wart. Ja, das stimmt. Jetzt ist dieser Papa gestorben. Direkte Frage, wie hast du das erlebt, dieses Sterben? Hattest du die Chance, Abschied zu nehmen zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also es war ja so, er war ja fast 90 und wir haben, das, man sieht es ja schon kommen. Also gerade in der Demenz, es gibt ja die Phase, wo wirklich alles noch schön ist und wo man auch wirklich viel Spaß hat und wo das so kindlich wird. Aber man merkt dann auch auf einmal, wie der Körper abbaut und wie der ganze Mensch auf einmal weniger wird. Also man merkt richtig das Ende des Lebens kommen. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass man das so, dass das so präsent ist, aber man spürt das irgendwie. Und ja, dann ist es ist so gekommen. Also ich meine, weiß natürlich nicht genau, wann der Moment ist. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil es mitten in der Nacht war. Also das so genau weiß man es natürlich nicht. Aber ich habe das schon in den letzten Wochen deutlich gespürt, dass es zu Ende geht. Kann man wirklich so sagen. Hattet ihr zum Schluss noch die Chance, euch auszutauschen, miteinander zu sprechen? Hat er dich noch erkannt? Ich glaube, er hat mich erkannt. Das habe ich an seinem Blick gesehen. Gesprochen hat er nicht mehr am Ende. Also ich habe immer mit ihm gesprochen. Ich habe das halt genauso gemacht, wie ich es vorher gemacht habe. Und ich muss sagen, es war bis zum Schluss auch immer so ein bisschen heiter. Also ich habe ihm lustige Gedichte vorgelesen. Ich habe natürlich auch mal die Matthäus-Passion gespielt. Also ich habe immer alles so gemacht, wo ich dachte, da kann er was mit anfangen. Da hat er eine Beziehung zu. Und habe ihm viel klassische Musik vorgespielt. Ich habe aus der Bibel vorgelesen. Ich habe ihm aber auch seine kleinen Scherzgedichte vorgelesen, die er immer gerne mochte. Und ich habe auch an seinem Blick gesehen, dass er das alles genau mitbekommen hat. Also er hat das alles registriert. Er war wach. Er war nicht dämmerig oder so, obwohl er dann so beruhigende Medikamente bekommen hat. Wir hatten auch so ein Palliativteam, was ihn begleitet hat. Schmerzmediziner. Genau. Ja. Aber er hat das alles mitbekriegt. Er hat jetzt nicht vor sich hin vegetiert oder so, ganz und gar nicht. Würdest du sagen, und das ist ja, glaube ich, der Wunsch, den man so hat, auch wenn man ganz unmittelbarer, betroffener Angehöriger ist und dann so nah dran wie als Tochter, das war ein guter Tod. Ja, würde ich sagen. Es war der richtige Moment zu gehen. Denn es gibt ja dann Menschen, die noch ganz lange leiden und die immer schwächer werden, die gar nicht mehr bei Bewusstsein sind, die einfach nur noch am Leben erhalten werden oder auch selber nicht loslassen können manchmal. Es gibt ja unterschiedliche Fälle. Und bei ihm war das Gott sei Dank so, dass er auch nicht im Krankenhaus gestorben ist. Wir haben gesagt, meine Schwester und ich, wir möchten nicht mehr, dass er ins Krankenhaus kommt, weil das ist einfach dann auch nicht mehr so menschenwürdig. Wenn dann ein fast 90-Jähriger schon ganz schwacher Mensch zum fünften Mal eine Lungenentzündung hat und wieder am Tropf hängt und wieder, dann hat er noch so einen Keim am Ende, so ein Krankenhaus, also den nennt man ja Krankenhauskeim, also man musste mit Mundschutz, also es war alles so, Gott sei Dank haben wir rechtzeitig entschieden, raus, nicht mehr ins Krankenhaus, Palliativbetreuung und in seinem Zimmer, in seiner gewohnten Umgebung und das war auch wirklich sehr friedlich und ich fand, es war sehr schön, man konnte auch von ihm Abschied nehmen noch, als er dann... Du sagtest gerade loslassen, dieses Loslassen, kann man das dann auch selber? Naja, man muss es ja, ne? Also, ich hatte ja lange Zeit, mich damit zu beschäftigen und mich darauf einzustellen. Und ich habe auch so gemerkt, es ist, glaube ich, jetzt gut für ihn, also weil alles, was das Leben noch weiter verlängert hätte, wäre nicht mehr gut gewesen, hätte seine Lebensqualität nicht verbessert. Das ist ein Schritt, den muss man machen. Also ich habe mit meinen Schwestern auch viel darüber gesprochen. Meine ältere Schwester war schon vorher so weit, die hat schon vorher gesagt, Mensch, lass ihn einfach gehen. Und ich war noch nicht so weit, meine andere Schwester. Wir haben noch eine Weile länger gebraucht. Und ich glaube, er hat es selber entschieden. Er hat den Moment selber gewählt, wann es zu Ende sein soll. Er ist beerdigt, er hat einen schönen Tod gehabt, er ist friedlich gegangen. Und jetzt sage ich auch, schön, dass es uns allen noch gut geht. Das ist auch was. Man muss ja auch positiv sein. Ja, deswegen wollen wir das auch gar nicht weiter vertiefen. Bettina, herzlichen Dank. Noch loswerden ist, falls du dieses Thema noch mal hast, vielleicht kennst du es, gibt ein ganz tolles Buch, was uns allen sehr geholfen hat, das habe ich von vielen anderen auch schon gehört. Borasio heißt der Autor, ist ein Palliativmediziner, über das Sterben. Und da wird sehr genau beschrieben, was das Sterben eigentlich ist, was Palliativmedizin bedeutet, was die letzten Monate, wie man die gestalten kann, ohne dass derjenige noch ständig medizinisch behandelt werden muss. Also da sind sehr kluge Gedanken drin und ich glaube, das hilft einem auch selber so ein bisschen schon mal sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass man irgendwann wie das ist, wenn man selber was stirbt. So. Herr Rauchler, beschäftigen Sie sich mit diesen Themen? Nee. Das ist gut. Ich weiß ja nicht, wie das kommt. Die Leute... So viel wie Sie Holz hacken, wird ein Baum Sie irgendwann dahin raffen. Ich könnte mir jetzt einen Rollstuhl kaufen, aber wenn ich den ja gar nicht brauche, dann ist das ja rausgeschmissenes Geld. Das ist wahr. Sie haben es gut, wenn Sie es nicht brauchen. Aber ich weiß es ja nicht. Aber die wollen immer alles wissen. Aber Sie müssen doch vorsorgen. Ja, was denn? Was soll ich denn vorsorgen? Ich weiß ja nicht, wie es kommt. Das macht doch der da. Also, ich kann das nicht. Ich bin glücklich, so wie ich bin. Und
Wie es kommt, das weiß ich nicht. Ja, kann ich auch nicht wissen. Also wenn man das kann, wenn man das einfach so abgeben kann an irgendjemanden da oben oder was auch immer, ist das ja eine schöne Geschichte. Die Komikerin beschäftigt sich mit dem Tod, Caroline? Also, ja, also klar, mir begegnet der ja auch. Bei mir sind im letzten Jahr meine beiden Großmütter gestorben. Und da ist auch eine ganze Generation weggebrochen. Mhm. Ja. Und da beschäftigt man sich dann schon damit, klar. Plötzlich sind die weg. Ne? Die eine ist zuerst gegangen und dann hat die andere gesagt, jetzt bin ich die Nächste. Und dann, ach Quatsch. Und dann plötzlich ist sie auch weg. Und es war so, oh Gott. Aber ja. So ist das Leben, wie Bettina gerade schon richtig erwähnt hat. Trotzdem würde ich gerne noch auf einen Punkt hinaus. Und deswegen habe ich auch mit dir über den Tod deines Vaters gesprochen. Du engagierst dich sehr für ein Hospiz, das hier in Hamburg, Harburg, gebaut wird. Und darum ist eine, und das ist etwas, das geht uns wirklich alle an, betrifft nicht nur Hamburg, da ist eine Polemik drum entstanden, die ich haarsträubend finde. Also die Leute, die Anwohner wollen dieses Hospiz nicht. Warum? Mit welcher nicht Begründung? Die Anwohner, nee, einige. Es ist wirklich nur eine einzige Partei, die sich dagegen wehrt. Da ich die Leute persönlich nicht kenne, kenne ich deren, ich weiß nicht, warum sie so ein Problem damit haben, aber es ist eben, die haben eine riesige öffentliche Diskussion dadurch angestoßen, durch diese Klage, weil die Presse natürlich breit berichtet, weil keiner das so richtig verstehen kann. Und jetzt zwangsläufig eine öffentliche Diskussion über das Sterben, über Hospiz im Allgemeinen, über die Nachbarschaft entstanden. Aber was ist denn das Problem? Was ist? Ich glaube, sie fühlen sich, haben Angst, dass vielleicht der Tod zu präsent sein könnte durch Leichenwagen, die da durchfahren. Ich weiß es nicht. Ich weiß, weil die haben Angst, dass sie irgendwann selber auch sterben müssen. Das ist ja wieder das Ding. Spricht man drüber oder verdrängt man es? Da kommt wieder der Satz deiner Großmutter. Ich bin die Nächste. Ja, möglicherweise. Ja, aber Hospiz, das ist ja total... Also laut sind die nicht? Ne? Nee, laut sind die nicht. Auch ganz früh. Ja. Wovor haben die denn? Sie nicht? Also, laut ist da keiner mehr. Auch nicht. Nee. Aber ist es das, also die Angst vor, die Angst sozusagen, den Tod da so mitten reinzuholen in das vermeintlich schöne, pralle Leben? Ja, das ich ist glaube, es. Das ist die Angst. Also es gibt eben viele Menschen, die das Thema Tod und Sterben eben gerne verdrängen und das nicht vor Augen haben möchten. Und so kann ich es mir nur erklären. Das ist aber eigentlich ganz gut, dass dadurch diese Diskussion angestoßen wird, denn dadurch sind wir alle gezwungen, uns damit zu beschäftigen und das zu diskutieren. Warum haben wir so eine Angst davor? Und das ist wiederum dann auch, hat das auch was Gutes, dass diese Leute sich da so rüber, darüber aber so es ist natürlich gleichzeitig auch ein Wahnsinn, dass wir mittlerweile offenbar schon nicht mehr in der Lage sind, mal einen durchfahrenden Leichenwagen zu ertragen. Das finde ich schlimm. Sagt sehr viel über uns auch als Gesellschaft aus. Ja, weil diese Hospize, wir werden mehr brauchen davon, weil die Menschen immer älter werden. Das können nicht alles Altersheime und Krankenhäuser. Sie werden schon älter, aber sie werden krank. Also sie werden älter, aber sie sind nicht gesund. Nee. Sie werden halt am Leben erhalten. Aber das, ich lebe in einem Bauerndorf und da ist der Tod genauso selbstverständlich wie geboren werden oder Hochzeit oder Geburtstag. Das ist alles dasselbe. Mhm. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und da muss man sich nicht davon drücken oder ein Sarg. Mhm. Nein, das ist etwas, das gehört auch zu unserem Leben. Aber ich glaube, Sie sagen, Sie leben auf dem Land. Es gibt Unterschiede. Also ich glaube, in der anonymisierten Großstadt ist dieses natürliche Verhältnis natürlich nicht anders, mehr da. Die Anonymität, aber die ist eigentlich schlecht. Ich habe auch von den einfachen Leuten gelernt, dass man die Sterbenden nach Hause holt. Das ist schon schwer. Aber es ist auch schön. Ich meine, als meine Mutter da bei mir zu Hause lag, da habe ich gedacht, das ist eigentlich wie so ein Baby. Jetzt muss ich die Windeln wechseln. Und früher hat sie das gemacht. Aber das ist doch schön, das gehört zum Leben. Und das würdevolle Sterben gehört auch dazu. Also, Schlussstrich an dieser Stelle zu dem Thema. Ja. Wie bist du, Bettina, weil wir gleich auf das neue Projekt von dir zu sprechen kommen und ich mich gewundert habe, wie kann diese grundanständige, zutiefst ordentliche Bettina Tietjen so ein Buch schreiben? Ich fand Lederhose gut. Lederhose, ne? Da stand doch zweiter Begriff Lederhose. Lederhose, Dusche? Ja. Dusche, ja, Dusche, Beine würde ich auch. Ich habe keine Ahnung, hast du irgendwas unter Duschen veranstaltet? Ach nee, ich weiß nicht. Beine,
Lederhose, Dusche. Ich habe noch gesagt zu Caroline, der Rock ist, glaube ich, ein bisschen kurz. Und das ist auch noch ein Lederrock. Ich konnte das ja nicht. Ja. Ja, weil ich dachte, der ist nicht so kurz. Der ist ja schön. Das sieht immer fantastisch aus. Es sieht fantastisch aus. Von hier sieht es fantastisch aus. Es sieht fantastisch aus. Wie heißt denn das Buch? Wie heißt denn jetzt das Buch? Schuhe putzen, duschen, wollte ich gerade sagen. Duschen mit drin. Nee, aber duschen, jetzt weiß ich, woher es kommt. Weil wir doch früher mit unserer Sendung das immer diese Touren gemacht haben. Hinnack Baumgarten gegen mich. Und der Verlierer musste am Ende, wir haben so Wetten gemacht, so Städtewetten. Und der Verlierer musste in der Sendung am Ende duschen. Mit Klamotten. Bestimmt deswegen. Da gibt es ganz lustige Szenen, wo wir dann klatschnass mit unseren Klamotten da stehen. Ich verstehe. Okay. Und jetzt die geile Strumpfmaus, wo kommt die her? Ja, keine Ahnung. Also, ich muss doch sehr bitten, ich bin über 50. Aber weißt du, Entschuldigung, ja, ich habe das doch nicht geschrieben. Aber es gibt doch total viele Leute, die einem schreiben, ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, so, schick doch mal deine Strümpfe oder so, wo man denkt, was? Also mich hat noch nie jemand angerufen und gesagt, Herr Rauch, Sie auch nicht, ne? Ich verstehe das gar nicht. Schick doch mal die Strümpfe. Es gibt total viele Fußfetisch. Die sagen, fotografier mal deine Füße. Man denkst, nee, Schuhe wollte schon mal einer von mir. Siehst du? Von Ihnen wollte einer Schuhe? Ja, ja. Aber das Schlimmste hatte ich neulich mit Ellenbogen. Also können wir das mal festhalten. Ellenbogen? Also einer Strümpfe, Schuhe, nackte Füße. Was ist denn hier los? Ellenbogen. Das war das Schlimmste. Und vor, es ging um Wetten, dass, ich schwör's dir. Nein, es gibt keine Ellenbogen-Fetischisten. Er hat geschrieben, er sammelt Ellenbogen, weil er sich bei Wetten, das bewerben möchte. Oh, nee, ich bin jetzt raus. Ich bin raus. Er kann am Ellenbogen, okay. Wenn man den aufstützt, kann er erkennen, zu welchem Prominenten der gehört. Und da sammelt er Fotos und er hatte genaue Anleitungen dazu, wie ich den Ellenbogen, wie ich mich aufstützen soll. Und ich habe gedacht, der ist total krank. Also, wenn dann so eine Bewerbung mal kommt. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber vielleicht machen das manche. Ja. Ich habe jetzt eben gedacht, der sammelt wirklich Ellenbogen. Also nein, oh Gott, nein, keine echten. Das wäre ja dann der Kannibale. Ja, wir hatten Stephen King neulich hier zu Besuch. Und der, glaube ich, der könnte sich sowas durchaus vorstellen. Ja. Es ging nur um Fotos von Ellenbogen. Nur Fotos, selbstverständlich, nur Fotos. Er kennt eben an dem Ellenbogen, zu wem er gehört. Ja. Genau, aber zu wie viel Frau oder zu mir gehört. Das ist Wahnsinn. Also Schuhe putzen in Damenstrümpfen. Nein, also jetzt mal, um das mal klarzustellen. Ja. Das hat nichts mit Fetisch oder so zu tun. Das Buch heißt Schuhe putzen mit Damenstrümpfen. Ja. Es ist eine Sammlung von Alltagstipps, die ich im Laufe der Jahre von meinen Prominenten, unter anderem von dir, von meinen prominenten Gästen in meiner Radiosendung, die ich in Talk gesammelt habe. Buch auf? Du tauchst auf, ja. Mit einem Bügeltipp. Mit einem Bügeltipp. Du hast zum Beispiel gesagt, wenn man das Hemd zuknöpft und komplett zugeknöpft dahinlegt, dann geht es schneller einfach drüber bügeln. Da braucht man sich nicht die Mühe machen mit dem eine Seite, andere Seite und so weiter. Das ist richtig, das stimmt. Hat er behauptet. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe es behauptet. Also wenn alle Buchtipps da so seriös sind, Bettina. Nee, ich habe ja einige ausprobiert. Also viele Männer kamen mit Bügeltipps um die Ecke übrigens. Ja. Kai Pflaume, also der kann ja Karl Pflaume ist ein Bügler? Der hat mir vorgebügelt sogar. Also der kann das wirklich. Nach der Hexer, der Bügler. Ja. Und der hat ja, von dem ist ja der Titel, also darauf beruht der Titel, weil Kai Pflaumes Tipp ist, wenn man über die Schuhbürste einen Damenstrumpf zieht, kriegt man Schuhe besonders blank. Lass mal deine sehen. Da ist was drin, da ist noch Platz nach oben, würde ich mal sagen. Ja, ist ja die gut. Die kann man blanker ja hinkriegen. Kai Pflaume würde die blank kriegen. Ehrlich? Also deswegen heißt das so. Ist einfach nur ein Gag, der Titel. Aber kannst du das verstehen, dass ich das emotional einfach nicht verkraftet kriege, da mit Damenstrümpfen da noch mal drüber zu reiben? Wieso? Das sieht doch keiner. Machst du vorher. Nein, das ist... Das machst du doch zu Hause in deinem Kämmerlein. Das heißt, ich könnte das hier jetzt so an deinem Bein kurz und dann... Nein! Was noch? Oh, es gibt so unendlich viele Tipps. Also es sind eine Mischung aus wirklich nützlichen Tipps. Also sagen wir mal, wie Gerichte, wie in der Küche, wie ich mich in der Küche verhalte, wie ich Kränze aus der Marmorplatte wegbekomme. Wie verhalte ich mich denn in der Küche jetzt mal ganz? Naja, da geht es um das Messer. Also fällt mir jetzt gerade nur ein. Ja. Steffen Hensler sagt zum Beispiel, du musst ein Messer immer anfeuchten, wenn du zum Beispiel rohen Fisch ganz, ganz super schön schneiden möchtest. Und den Fisch vorher in die Tiefkühltruhe. Das auch, wenn du Carpaccio machst zum Beispiel, dann musst du das
weiß ich auch, da muss man das Rinderfilet kurz anfrieren und dann mit einem ganz scharfen Messer möglichst angefeuchtet, kriegst du wunderbar ganz, ganz dünne Scheiben hin. Also das sind die Küchentipps. Es gibt ganz viele Küchentipps. Dann gibt es solche interessanten Tipps, wie wenn du Babymilch im Auto verschüttest, der kommt von Dietrich Grönemeyer. Ja. Wenn du Babymilch im Auto verschüttest, stinkt ja ganz furchtbar. Rasierschaum. Einfach mit Rasierschaum über Nacht einwirken lassen, nächsten Tag immer drüber, ist der Geruch komplett weg. Okay. Oder ich habe immer ein neues Auto gekauft, aber das war vielleicht... Oder so. Dann hat Ildiko von Kürti einen ganz tollen Tipp. Ich kategorisiere das, wir haben das so in Kapitel eingeteilt, mein Redakteur Andreas Sorgenfrei und ich haben das zusammengeschrieben. Die hat zum Beispiel einen tollen Tipp. Du hast einen Redakteur mit dem schönen Namen Andreas Sorgenfrei. Und der hat das mit mir zusammengeschrieben, das Buch. Also wir haben uns das, das hat sich wunderbar ergänzt. Also dieser Tipp ist zum Beispiel, wenn man Babybodies hat oder Babywäsche, wo die Flecken nicht rausgehen, weil man ja immer nur, man wäscht ja nicht mehr bei 90 Grad, sondern nur bei 40 Grad oder 60 Grad. Karotte. Einfach in die Sonne hängen. In die Sonne. Karotte? Also, in die Sonne. Wenn Karotte nicht rausgeht. Karotte geht schlecht. In die Sonne. Die Sonne bleicht alles weg. Alle Kränze. Die Karotte brennt die Karotte. Also die Sonne brennt die Karotte weg. Karotte aus. Na gut, das ist ein Versuch. Genau, das ist ein gut. Alle Flecken oder nur Karottenflecken? Nö, also Flecken im Allgemeinen. So haben das die Bleicher früher ja auch gemacht. Die haben das einfach alles in die Sonne gelegt. Wie ist das mit Gurkenflecken? Auf. Also ich habe jetzt nicht jetzt 20 verschiedene Fleckarten ausprobiert, aber ich glaube, dass es funktioniert. Oder ein Tipp, den ich auch sehr liebe, ist der von Gail Tufts. Wenn man morgens den Tag begrüßt, nackt vor dem offenen Fenster tanzen. Super. Das fand ich auch eine ganz lustige Idee. Hat Gail Tufts mal die Nachbarn gefragt, wie die das finden? Ich wollte gerade sagen, sie hat, glaube ich, keine Nachbarn, die direkt reingucken können. Bei mir, als ich das erste Mal ausprobiert habe, war mir etwas peinlich, als den Nachbar ich den nächsten Tag auf der Straße getroffen habe. Weil bei uns ist es doch recht eng bebaut. Ich glaube, das mache ich nur noch im Urlaub. Das mache ich nicht zu Hause. Also, aber das bringt einen gut drauf, wenn man nackt am Fenster tanzt. Ja, das ist schön. Also, es ist wie Joggen, nur ohne was an. So ein bisschen. Caroline, was für ein Schwachsinn, ne? Das hört sich schrecklich an, ja. Oder? Ja, heutzutage muss ja auch immer Angst haben, dass sich einer filmt und das dann bei YouTube drin ist. Ne? Ja, eine Drohne, weißt du, eine Drohne. Kommt eine Drohne vorbei. Ja. Auch schön. Auch schön. Erst liefert die Drohne das Amazon-Paket ab und dann filmt sie den noch kurz. Ja, super. Ein Traum. Oh mein Gott. Weil du gerade, Bettina, sagst joggen. Du joggst ja tatsächlich sehr viel, ne? Genau, ich jogge, ja, versuche immer so dreimal die Woche. Ist es wahr, dass du auch beim Joggen dein ganz persönliches FKK-Erlebnis hattest? Ja, wir landen immer in so einem schlüpfrigen... Du erzählst war so. Ich habe ja auch so lustige Geschichten drumherum erzählt, diese ganzen Alltagstipps. Unter anderem bin ich eben beim Joggen mitten im Wald einem Mann begegnet, der war ein Stück weit weg und ich dachte, was hat der für einen hautfarbenen Jogginganzug an? Merkwürdig, weil das war eben so hautfarben, er hatte aber eine Mütze auf, er hatte einen Rucksack. Das ist wichtig. Meiste Wärme verliert man über den Kopf. Ja, Wanderschuhe und Handschuhe an. Und dann dachte ich, komisch. Und dann bin ich näher gelaufen und dann dachte ich, er ist nackt, er hat nichts an. Ich fand es auch ein bisschen beängstigend. Ne? Ich war allein im Wald, so ein Nackter, der ging auch, wanderte dann genau vor mir über die Lichtung, verschwand nach rechts und dann hörte ich nur so ein Kreischen. Da dachte ich, oh, da hat er wahrscheinlich gerade eine Spaziergängerin getroffen. Und dann war ich froh, dass ich links abbiegen konnte. Und jetzt ohne Witz, ich biege links ab und dann kommt mir ein Polizeiauto, mitten im Wald, ein Polizeiauto entgegen, hält mich an und der Beamte sagt, entschuldigen Sie bitte, wir suchen zwei Personen. Zum einen einen Nackten, zum anderen einen bärtigen, ausländisch aussehenden Mann, der hier im Gebüsch sein Unwesen treibt. Da habe ich gesagt, der Nackte ist gerade darunter. Der Bärtige hat mich nicht getroffen. Ich weiß. Genau so war es. Das ist ja irre. Und, hier im südlich von Hamburg, im Naherholungsgebiet. Wollen Sie mitmachen, Herr Rauch? Oder was ist Ich hatte nur gehört davon, dass das immer, dass es so Nachbarnergruppen gibt, aber dass sie das ganz alleine machen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und hat die Polizei dann Jürgen Drews hinterher erwischt? Und was war mit dem Bärtigen? Der Bärtige, der ist mir nicht begegnet. Ich habe die ganze Zeit natürlich gedacht, gleich kommt der aus dem Busch gesprungen. Aber den haben sie vielleicht irgendwo aufgegabelt. Vielleicht war das der Bärtige, der hat sich halt einfach ausgezogen. Nee, der hatte keinen Bart. Und rasiert. So, und jetzt für mich der absolute Höhepunkt. Nadja, wissen Sie, was Streuhaar ist? Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas Farbiges ist. Was Farbiges? Ja. Also... Caroline, weißt du, was Streuhaar ist? Ja. Wir kennen das. Dass du das nicht weißt. Von Kollegen, die schütteres Haar haben. Männliche Kollegen. Männliche Kollegen.
So, und du sprichst über Streuhaar. Ja, das ist auch so ein Tipp. Was ist denn das? Das ist auch so ein Tipp für Leute, die wenig Haare haben. Das ist, ich habe es hier extra mitgebracht. Oh nee, bitte nicht. Ja, doch, das ist so, sieht so. Guck wer mal, nimmt das? Wer nimmt Haar, das? Wer benutzt das? Das nehmen Männer, vorzugsweise Männer, die im Fernsehen auftreten, die schon so etwas lichter. Du hast das ja nicht. Herr Rauch hat es auch nicht. Etwas lichtere du bist Stellen. Doch, du bist doch beim NDR, ne? Ich bin bei NDR. Wir hatten da lichteres Haar. Das sind gar nicht unbedingt. Die haben ja alle das Streuhaar. Das sind auch viele Schauspieler. Viele Schauspieler. Es ist ganz Kocek. Üblich. Kocek. Nee, haben wir, soll ich das mal demonstrieren? Es warte, hör auf. Möchte jemand? Lust, das mal, dem ich das mal, kann ich an Ihnen das mal demonstrieren? Okay, dann komme ich. Wer, haben Sie Lust? Das ist jetzt nicht Ihre Haarfarbe. Ich gebe Ihnen mal das Mikrofon. Oh, nee, komm, da, was ist denn das für eine Haarfarbe? Gibt es das in verschiedenen Haarfarben? Ja, das gibt es in allen Farben. Gibt es das auch in diesem Margot Honecker Violett? Weiß ich nicht. Aber man kann das auch mischen. Das ist also echt Haar klein gehäckselt. Und das ist, da sprüht man mit so einem... Ich mache das mal bei Ihnen. Wie heißen Sie? Heino. Heino. Er möchte nicht, dass es jeder weiß, wie er Heino heißt. Ich wusste gar nicht, wie Heino ohne die blonde Perücke aussieht. Das war mir gar nicht klar. Und wie Hannelore ist. Ja. Also Heino, darf ich das bitte an Ihnen einmal zeigen? Ja, Sie dürfen es auch. So, pass auf, jetzt macht man so, man drückt auf diesen Blasebalg. Guck mal hier, es kommt das Haar da raus. Also es ist jetzt die falsche Farbe, aber wenn das jetzt, es muss relativ dicht, so man, also versteht man das Prinzip? Also die Haare, die schütteren Stellen, die werden abgedeckt. Ne? Man sieht, das sieht so aus, als wäre da noch volles Haar. In Wirklichkeit ist es aber nicht mehr voll. Nee, Bettina, ich muss dich enttäuschen. Das sieht nicht so aus. Das sieht eher aus wie... Ja, weil das die falsche Farbe ist. Ja. Also von hier hinten geht's. Von hier doch mal. So. Also, weil Heino hat ja graue Haare. Also sieht das unnatürlich aus. Mach ruhig noch mal ein bisschen mehr, damit wir eine Vorstellung davon kriegen. Und dann kannst du mal eine Stelle einfach wirklich zumachen? Hinten. Ja. Die graue Haare verschwinden. Oh. Aber... Super. Okay. So. Bettina, kann man doch ganz klar sehen. Guck mal, wie voll das jetzt auch Heino, einmal wird. Heino, können Sie bitte einmal kurz sich umdrehen, damit wir Sie einmal von hinten sehen? Guck mal, ich habe den Anfang jetzt gemacht. Nein, nicht den Anfang. Das sieht super aus. Sieht man es? Man sieht es doch ganz klar, oder? Ah, wenn ich jetzt weitermachen würde, wäre das weg. Die kleine Stelle wäre weg. Ja, nimm nicht alles. Vielleicht brauche ich es noch nächstes Jahr. Lass mal kommen. Nicht, dass wir hier ein bisschen was sollten wir überbehalten. Also halt, dann sprüht man das mit Haarspray fest und das sieht top aus. Und wenn der Xaver kommt, der Orkan hier in Hamburg, was ist dann? Nein, das wäscht man natürlich abends dann raus. Also nehme ich an. Ich habe es selber noch nie benutzt, aber ich sehe es ja bei den Kollegen. Ich finde, du siehst es bei den Kollegen. Nein, ich sehe es. Ich habe schon gesehen, wie Menschen in der Maske es benutzt haben. Ich war nicht in der Dusche dabei, als ich es wieder entfernt habe. Vielen Dank, Heino. Heino, herzlichen Dank dafür, dass Sie diesen Spaß mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ein Wahnsinn. Ist den Leuten das... Also ich verstehe das auch. Ich verstehe auch, wenn Männer sich Haare einpflanzen lassen, oder, Caroline? Ja, ist das okay? Ich glaube, seit Jürgen Klopp ist das ja auch kneipentauglich geworden, ne? Ja, ich finde es auch okay. Da ist es cool. Mhm. Bei manchen fällt es ja dann aber sehr auf, ne? Also wenn man jemanden immer kannte mit Halbglatze und dann plötzlich hat er eine Mütze auf, dann... Ist schon komisch, ne? Ja. Man muss das dezent machen, so ein bisschen und dann so... Wo werden denn aber diese transplantierten Haare, die werden doch dann... von irgendwo weggenommen, dann ist die werden hinten, da ja, die werden hinten weggenommen und dann nach vorne. Das ist die Methode Jürgen Klopp oder auch Christian Lindner von der FDP. Ich habe immer gedacht, ich finde das völlig in Ordnung. Das absolut, darf man völlig in Ordnung. Aber ich glaube, ich hätte so eine Panik. Stell dir mal vor, du stehst unter der Dusche und dann zählst du doch jedes einzelne Haar und weißt am 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro für alles. Oder? Die Hölle. Also wenn man verpflanzt sich das ja, wenn man merkt, so, oh, die Haare gehen langsam nach hinten weg, ne? Dann fängt man an, okay, man macht sich dann so ein paar da rein, aber dann die anderen Haare, die fallen ja dann weiter aus. Also dann hast du dann irgendwann hier nur noch so ein paar. Das ist so komisch. Nee, das ist nicht so. Ich glaube, dass man hofft dann und betet auch gelegentlich, dass die Wurzel sich so weit irgendwie dann verfestigt. Und dann sprießt das weiter irgendwann, wächst das dann raus. Das ist wieder richtig, fängt zu wachsen dann. Ja, klar. Da gibt es, also ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema mal beschäftigt. Tatsächlich. Bei mir funktioniert es super.
Du hast doch wunderbar bei dir. Du verlierst gar keine Haare. Ja. Ne? Hat auch echt was gekostet. Ja, bei mir hat es auch funktioniert. Ja, ja. Mhm. Alles unecht. Nein, aber im Ernst. Ich finde aber, er sieht jetzt so aus wie diese gezeichneten Fahndungsfotos da. Ja. Ja. So Heiner, lassen Sie sich nicht irritieren. Es ist alles in Ordnung. Ja, ja, ja. Gesagt, das ist die falsche Farbe. Habe ich doch gesagt. Das wird noch ein schöner Abend. Das war so ein bisschen wie Home-Shopping. So. Gucken Sie, oh mein Gott, die Haare. It works. Oh Gott. Ja. Also, ja. Aber ich wollte nur sagen, es steht auch lustig. In diesem Verkaufskanal, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ey, gut, dass du es ansprichst. Haare ist ein gutes Thema. Ja, also. Genau. Es stehen auch Tipps drin, wie man durchaus ernst nehmen kann. Ja, sehr, also ich finde es ein sehr, sehr unterhaltsames Buch, Bettina. Ist dein erstes Buch übrigens, ne? Genau, das habe ich erstmal probeweise mit meinem Redakteur zusammengeschrieben, weil ich mal sehen wollte, wie das so klappt. Letzte Frage, woher kommen diese Haare? Welche Haare? Ja, seine Haare jetzt zum Beispiel, die hier. Die kriegt man im Friseurgroßhandel. Ja, aber wo kommen die denn her? Muss ich damit rechnen, dass mein Friseur meine alten Haare auf dem Boden noch mal klein häckselt und an... Ich nehme an, die kommen aus dem Ausland. Das ist wie bei Extensions. Das kommt irgendwo aus dem Friseurläden ab und kehrt das zusammen. Und solange es dein Haupthaar war, solange es dein Haupthaar war, ist es okay. Ja, aber ich würde... Den lassen wir jetzt mal so stehen. Gut, dass es keiner verstanden hat. Ist vielleicht besser so. Also, was wir gelernt haben und was auch diesem Buch sehr zu nehmen ist, Männer kommen mittlerweile auch richtig unter Druck, ne? Ja, also so viele Haushaltstipps von Männern, Wahnsinn. Von den Frauen kamen eher diese Handwerkssachen und von den Männern kamen dann diese ganzen Sachen im Haushalt, inklusive Kochen und Putzen. Ja, aber auch was Aussehen angeht, stehen Männer mittlerweile richtig unter Druck. Caroline, Frauen stehen auch unter Druck. Ja, natürlich. Klar. Ist auch ein guter Teil deines Programms. Was ist der Druck, den Frauen mittlerweile haben? Ja, mittlerweile weiß ich, also ich kann ja nur von, wenn ich so überlege, in meiner Pubertät war das schon allein, dass ein anderes Mädchen da war, mit dem man sich verglichen hat, das war schon total schlimm, weil man gedacht hat, was ist mit meinem Körper los? Die ist ja ganz anders. Aber heutzutage, wenn ich mir vorstelle, ich wäre heutzutage in der Pubertät, das ist so abgefahren, weil man ja heutzutage vergleichen sich ja die jungen Mädchen mit Plastik. Körpern, mit unrealistischen Körpern. Man sieht ja nur noch Plastikbrüste im Fernsehen. Man sieht sowieso nur noch Brüste. Ich mache den Fernseher an, Brüste. Und wenn ich mal keine sehe, gehe ich ins Internet. Wieder Brüste. Man kann sie sich überall angucken. Ne? Früher waren ja die einzigen Nackten, die man gesehen hat, waren in der Bravo die. Aber jetzt, heute überall. Ne? Und manchmal weiß er auch gar nicht, ob es jetzt, war das jetzt Brüste oder war das ein Hintern oder war das, keine Ahnung. Und mittlerweile, ich bin total, man ist so gesättigt. Ne? Von Titten gesättigt. Und manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, wirklich, ich sehe Michaela Schäfers Titten öfter als meine eigenen. Das stimmt was nicht. Ja. Überleg mal, so eine echte weibliche Brust, ne? Ganz echt, ohne Operation, ohne alles, die sieht man nicht mehr. Im Fernsehen nicht. Ne, stimmt. Nur noch in so Dokus bei Arte, wo so Naturvölker gefilmt werden. Da vielleicht. Ja. Aber sonst, also, wenn ich mir vorstelle, man wäre jetzt in der Pubertät, das wäre Riesendruck, klar. Ich hab mal überlegt, warum ich immer so schlecht in Mathe war. Aber ich glaube, ich habe einfach mit 13 nur noch darüber nachgedacht, ob mein Hintern fett ist, glaube ich. Da habe ich gar keine Zeit mehr gehabt, über Mathe nachzudenken. Ja. Aber diese Naturdokus sind doch völlig in Ordnung, finde ich. Ja, da gucken dann die Kinder halt hin und dann, guck mal, die armen Leute, die haben da nichts. Die haben kein Silikon, nichts. Die Arme. Du bist ja jemand, der wirklich auch die ganz heißen Eisen anpackt, gerade in diesem Jahr gemacht hat, Caroline. Wir müssen jetzt mal kurz ernsthaft werden. Zum Beispiel Figur. Du bist auf Kardinal Meißner gestoßen, den Kölner Kardinal Meißner, für die Kollegen der Heute-Show. Ja. Und es kam zu einer Kollision, sagen wir mal. Ja, damals wurde gerade gesucht, ein neuer Papst. Ja, genau. Und es kam zu einer Begegnung der sehr seltsamen, aber auch sehr, sehr komischen Art. Schauen Sie mal hier. Ich habe ein riesen Theater um dieses Ding, ne? Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich hat er doch super cool reagiert. Er hat schön mir einen Spruch gedrückt und dann hier seine Bodyguards direkt drum. Aber da war eine Panik. Wir wollten ja eigentlich auf der Bischofskonferenz, da war ja der Aufhänger war, es wurde ja die Rolle der Frau in Führungsposition in der Kirche diskutiert, was an sich ja schon absolut lächerlich ist, ne? Weil man darf da im Gemeindeamt irgendwie Fahrfeste organisieren, aber in geweihte Ämter darfst du natürlich nicht.
Und da wollten wir dann eigentlich zu den Bischöfen. Und ich hatte so tolle Fragen, so in so einem Männerhaushalt, wer liegen da über nur stinkende Socken rum und so. Sowas wollte ich fragen, durften wir da aber nicht. Weil wir durften gar nichts fragen. Es durften nur Fragen zur Eucharistiefeier gestellt werden. Dann durften wir auch nur in die Bischofskonferenz, zu der Pressekonferenz. Also es war, als würden da Madonna, Robbie Williams und weiß ich nicht wer sitzen. Ne? Die absoluten Heroes. Man durfte nichts fragen. Und das Einzige eben nur zur Eucharistiefeier. Und dann war das eigentlich Zufall, dass wir dann nur mit dem Kardinal reden durften. Und die, also ich werde das nie vergessen, wie... da war eine Journalistin, die hat dann eine Frage gestellt zu, wie das denn ist in der Kirche jetzt mit den geschiedenen Wiederverheirateten, ob die denn irgendwann dann heißes, mal wieder Thema. An der Eucharistiefeier teilnehmen dürfen. Und wie die da reagiert haben, wie herablassend, so wirklich, als wären die die Könige der Welt. Ne? Das war so, das war echt, also mich hat das richtig angeekelt. Und man durfte... Wobei man sagen muss, da gibt es auch andere. Ne? Also gibt jetzt, in Köln mag das so gewesen sein, aber da gibt es ja mittlerweile durchaus sehr liberale Positionen. Also es ist jetzt nicht... Ja, aber da ist nicht die sind nicht alle so, will ich damit sagen. Ja, ja, aber die Antwort, aber die da kam vom Zollitsch, war halt auch so, ja, es gibt doch andere schöne Sachen, die man in der Kirche machen kann. Ne? Man kann sich doch irgendwo anders auch arrangieren und engagieren. Da kann man doch was machen. Und das war schon... Ich fand das schon heftig. Und man durfte halt nichts fragen, auch nichts zur Rolle der Frau in der Kirche durfte man auch nichts fragen, weil auch eine Woche vorher gerade die Geschichte war mit der vergewaltigten Frau in Köln, die von zwei katholischen Krankenhäusern abgewiesen wurde. Und das haben die so, also man durfte da, die hatten eine riesen Panik, dass da irgendwas zugefragt wird. Man sieht ja auch direkt, der Pressetyp kommt direkt da rein. Ich dachte, wo bin ich denn hier? Das kann doch nicht wahr sein. Und so eine harmlose Frage. Ja. Ich will mich als Päpstin mit... Das ist ein Kindergartenwitz. Ja. Wirklich. Also wie kann man sich darüber so aufregen? Ist wahrscheinlich auch Unsicherheit. Und die Wahrheit ist, glaube ich, du bist einfach traurig, weil deine Figur halt nicht in Frage kommt. Absolut. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Wobei er, glaube ich, Figur gar nicht meinte, ne? Nee, ich glaube, er meinte natürlich irgendwie Statur oder... Statur, Format. Sie haben doch gar nicht das Format, das ist nicht eingefallen. Was auch ziemlich frech ist allerdings. Ne? Das stimmt. Woher will er das wissen? Ja, das ist richtig. Und Papst kann ja im Grunde eigentlich jeder werden. Du musst nur katholisch, männlich und ledig sein. Du musst noch nicht mal Priester sein. Na, ledig? Tatsächlich noch schwierig. Ja. Wie, aber wo bewirbt man sich denn da? Ja, das... beim lieben Gott natürlich. Wo denn sonst? Ja, aber wo also so hab ich das zumindest in Erinnerung. Und du hast dich in diesem Jahr noch einmal mit der Kirche angelegt sozusagen. Da ging es um ein Video, das einen riesen Krawall ausgelöst hat. Warum? Ja. Na, ich habe dann ja schon gemerkt, dass die Kirche ein kleines Imageproblem hat, würde ich mal so sagen. Also in Köln, das ist meine Heimatstadt, glaube ich, ist ja eine erzkatholische Stadt, ist, glaube ich, das größte Erzbistum auch in Köln. Auch das reichste nebenbei. Das reichste auch, wir als Kölner wissen das. Genau. Und dieses Jahr, ich glaube, das ist 2013, sind ungefähr 300 Leute in die katholische Kirche eingetreten, aber 11.000 sind auch ausgetreten. Also der Trend geht, glaube ich, in eine sehr eindeutige Richtung. Und da haben wir gedacht, weil da waren so viele Sachen und auch seit diesem Fall mit den zwei katholischen Krankenhäusern in Köln, wo ich übrigens ab dem Moment wusste ich einfach, Jesus, so wie ich das verstanden habe, kann mit der Kirche, mit der katholischen Kirche nichts zu tun haben. Weil eine vergewaltigte Frau an zwei Krankenhäusern abzulehnen, da hat irgendjemand was gar nicht verstanden. Und da wusste ich, okay, es gibt ein Kenntnis. Das ist nachvollziehbare Haltung. Ist aber, glaube ich, vielen auch in der katholischen Kirche mittlerweile sehr, sehr peinlich, dass das so passiert ist. Und insofern ist es gut, dass man darüber spricht. Klar, aber meine Aufgabe ist dann ja eine andere. Den Finger in die Wunde zu legen, genau. Und auch die Satirikerin zu sein. Und du hast da ein Video gemacht für eine Sendung des WDRs. Mhm, und wir schauen einmal ganz kurz rein. Die Idee war sozusagen, einen Rap zu machen. Was haben Rapper mit Jesus zu tun? Was würdest du sagen? Bling, bling. Also ich habe Jesus nur groß gemacht in dem Video, würde ich sagen. Also, wir schauen mal rein. Und was die Reaktion war, darüber werden wir gleich sprechen. Also, ich finde, das kam hier sehr gut an. Sind ja alles Protestanten hier, ne? Deswegen aufpassen in Hamburg. Aber welche Reaktion gab es denn darauf? Ja, es wurde ganz kontrovers diskutiert von allen möglichen Seiten. Aber was mich total überrascht hat, war, dass jeder negative Kommentar unter diesem Video war immer
der gleiche Tenor, nämlich trau dich das doch erstmal beim Islam. Wo ich dachte, Moment mal, ich bin katholisch. Ich kack doch erstmal vor meine eigene Haustür, bevor ich bei anderen Leuten gucke. Also, und daraus entspann sich so eine wirklich rassistische Diskussion, wo am Ende nur noch stand, geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Also wirklich, da hat sich, weiß ich nicht, wie, so, wie so, das so ein Hass entladen. So ja, ein, wirklich, so also so mittelalterlich wurde. Ach, echt, aber woher kam der? Kam der auch von Seiten der Kirche? Weil die sind doch eigentlich nee. Menschen, die sehr viel Humor haben, die auch über sich lachen können und die das entspannt abkönnen. Von der Kirche waren alle ganz entspannt. Ich habe ein Interview gelesen mit einem Priester, der gesagt hat, also Jesus hat schon so viel erduldet, da hält das auch noch aus, wenn die Caroline an ihm leckt. Es ging vor allen Dingen um diese kurze Szene, ne, wo zu sehen ist, dass du dieses Kreuz kurz in den Mund nimmst. Aber das, also ich sage jetzt, wir beide als Katholiken, hier sitzen ja noch mehr. Nee, und hier, du bist evangelisch. Du bist evangelisch, gut. Aber als Christen sage ich jetzt ja, mal, das war ja kein geweihtes Kreuz wahrscheinlich. Und insofern, sondern eher, das kam aus dem Kölner Karneval, so wie das ausgesehen hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, vor allem, ich finde, was ich schockierend finde, wir regen uns darüber auf, über diese Karikaturen, Mohammed-Karikaturen, ja, genau. Und die Reaktionen. Ja. Und die Reaktion darauf. Über die Reaktion. Genau. Und genau. Wenn wir aber selber auch so unentspannt, wir sagen ja immer, wir sind tolerant, wir haben da kein Problem mit. Aber das zeigt ja die Reaktion, dass es eben anders ist. Ja, bei uns gibt es sowas auch. Ja, ich habe katholische Extremisten kennengelernt. Mhm. Ja. Die es leider auch gibt, ja. Und wenn Religion so fundamentalistisch wird, wird es halt dann auch immer schwierig. Caroline, ansonsten, abgesehen von diesen kleinen Kollisionen, Kollateralschäden, wie auch immer, Ärger, großes, erfolgreiches Jahr für dich. Bist du mit deiner Tour unterwegs? Ja. Ja, Pussy Terror ist mein Programm. Comedy-Preis bekommen? Ja. Gut, ne? Besser geht nicht. Oder? Und eine Komödiantin, wie wir gerade gesehen haben, die sich auch Gedanken gemacht hat, so über das ganz Normale hinaus und in der Lage ist, die Dinge auch sehr reflektiert und differenziert zu sehen. Insofern herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung, Caroline. Und wir freuen uns über einen, der gesagt hat, ich komme jetzt auf jeden Fall noch mal bei euch vorbei, weil ich gebe bald nicht den Löffel, aber das Ruder ab. Nächste Woche. Also nächste Woche. Nächste Woche, ja, komm, geht schon los. Nächste Woche, letzte Folge Traumschiff, ne? Ist das schon nächste Woche? Ja. 26, ne? Ist nächste Woche. Heute ist doch der 17. Heute ist doch der 17. Ist, ah, ja, ja, heute der 17. Ist, ja, ist, ja, ist nächste Woche. Nächste Woche. Ja, ja, sag ich, geht doch. Heute ist ja, wie jeder weiß, der 18. Dezember. So schnell vergeht die Zeit. Es ist irre, ja. Ja, absolut. Ich möchte es nicht glauben. So, wie war die letzte Fahrt? Die letzte Fahrt? Ja. Also ich... Wo wart ihr denn unterwegs überhaupt? Wir waren, die Landaufnahme haben wir gemacht in Langkawi, das ist Malaysia. Und mit Schiff waren wir irgendwo am Äquator. Das weiß ich immer nicht so ganz genau, wo schönes Wetter ist. Ja, so, genau. wo soll der Captain auch wissen, wo man hinfährt? Ist doch wurscht. Hauptsache, die Sonne. Ja, ja. Ist doch egal. Ich habe ja selber gesagt, das ganze Leben eines Schauspielers ist ein ständiges Lügen. So ich belüge immer die Leute und je besser ich sie, geschickter ich sie belüge, desto mehr glauben sie mir. Das stimmt. Und am Ende fragt man sich natürlich, wer ist man eigentlich selbst? Aber das jetzt, die letzte Fahrt ab mit dem Schiff war irgendwo am Äquator. Für mich war es komischerweise, alle waren traurig, aber ich nicht. Nee, ich war... Die anderen müssen ja auch drauf bleiben. Ich ahne warum. Nicht traurig, weil es auch mal gut ist, oder irgendwann? Weil ich da ganz anders denke. Ich habe immer so Kapitel in meinem Leben erlebt, die ich sehr schön fand und für die ich sehr dankbar bin. Mhm. Und die ich auch in einer schönen Erinnerung behalten möchte. Mhm. Also, es gibt da ein Sprichwort, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, auch beim Essen. Und da ist was dran, weil dann ist die Erinnerung nachher schön. Man soll nicht ewig erzwungen und weitermachen. Ich könnte da jetzt Namen nennen, aber das will ich nicht. Das ist nichts. Und ich empfinde das auch, ich bin sehr glücklich. Endlich sehr, sehr zu Hause
in den bayerischen Wäldern zu sein? Nein, ich muss natürlich sagen, ich mache ja diese Auslandsfilmerei nicht erst seit dem Traumschiff, sondern ich mache das eigentlich schon seit mehr oder weniger seit 1966. Und ich bin sehr traurig, dass ich eigentlich so richtig das Aufwachsen meiner Kinder nicht erlebt habe. Das verstehe ich. Und dass die sehr traurig oft waren und sehr revoluzerisch geschimpft haben manchmal. Und das will ich also jetzt zum Beispiel mit meinen Enkelkindern nicht mehr erleben. Mhm. Das möchte ich jetzt genießen. Und ich finde, das hat man sich auch mal verdient. Aber bevor es soweit ist, schauen wir noch mal rein. Jetzt gerade draußen dieses grauenvolle Wetter, heute an diesem 18. Dezember. Ah, ja. Und deswegen schauen wir noch mal rein und erinnern uns an das Traumschiff. Bitte schön. Ich oute mich jetzt mal. Ich gucke das auch immer gerne, ehrlich gesagt. Und jetzt die letzte Reise. Zwei Fragen haben wir dazu. Also erstens, was wird jetzt aus unserer Chefstewardess? Was wird aus Heide Keller? Hört die jetzt auch auf? Ja, die war ganz traurig. Jetzt lasst ihr mich ganz alleine hier. Also, die fährt weiter? Die fährt weiter, ja. War die jemals überhaupt noch mal runter vom Schiff in all den Jahren? Nee. Naja, die Heide, das ist natürlich schon lange. Die macht das jetzt, glaube ich, seit 32 Jahren. Wahnsinn. Das ist ein halbes Leben. So lange läuft das schon? Ja, seit 1980. Und da bin ich geboren. Das ist natürlich schon lange. Caroline Kebekus geboren. 1980, ja, mein Geburtstag. Nee, das ist natürlich schon sehr lange, ein halbes Leben. Und ich will meine Kapitel auch nicht so lange machen. Ich möchte mal gern was anderes machen. Ja. Ja, aber was kommt denn jetzt? Was? Was kommt jetzt für Sie? Das sehe ich dann schon. Ich mache die Tür zu, die andere habe ich gerade aufgemacht. Plant ja nicht. Nein, ich bin nicht so planen. Gar keinen großen Plan. Nein, nicht so planen. Aber das finde ich gut. Was ich immer gern gemacht habe, ist, ich bin mein Leben lang vor der Kamera gestanden. Ich habe schon mal Theater gespielt. Leider konnte ich nicht immer mit dem Traumschiff, weil es im Winter nicht ging dann. Aber ich liebe Leute, die da sitzen und für die ich irgendwas machen werde. Und ich werde irgendwas machen. Das ist doch schön. Ich habe auch gestern was gemacht. Nämlich? In Sterzing. Eine Weihnachtslesung. In Südtirol. Südtirol. Bei mir zu Hause. Wunderbar, das ist ja herrlich. Oh. Die Leute haben forsch geweint. Krieg ich jetzt Heimweh, ja, genau. Was haben Sie da gelesen? Ein Weihnachtsgeschichten, und zwar von einem Autor, der heißt Karl-Heinrich Wackerl. Und das ist von früher. Dieses einfache Weihnachten. Mhm. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit war das Schönste an Weihnachten, Sie werden das lachen, dass das Wohnzimmer geheizt war. Das war Weihnachten. Mhm. Da war es warm. Mhm. Und da stand ein Christbaum. Geschenke, naja, das, man konnte ja nichts kaufen. Ja, es gab ja nichts. Ein paar Socken gab es. Es gab schon Geld dafür, das hast du nicht gekriegt. Mhm. Aber man hat sich was überlegt und man hat irgendwas gemacht, irgendwas gebastelt. Ich habe für meinen jüngeren Bruder ein Bilderbuch gemalt mit Versen. Und für die Mutter hat man was gemacht. Und das war natürlich sehr viel wertvoller als irgendeine Uhr zu kaufen, die 12.000 Euro kostet oder was. Schnell mal so eben hier. Das ist teuer, das ist schön. Ja. Das schenke ich meiner Frau. Mhm. Das war schön und es war einfach. Mhm. Und ich habe irgendwo in Ihrer Biografie gelesen, dass Sie eigentlich einen der schönsten Momente Ihres Lebens hatten, als Sie irgendwann mal aus dem Wald kamen und den ersten eigenen Baum komplett mit der Hand zerhackt hatten und mal richtig Brennholz für den ganzen Winter hergestellt haben. Das ist auch Siegfried Rauch. Aber jetzt noch mal zurück zum Traumschiff. Wer wird der Nachfolger sein? Wer übernimmt da jetzt? Der Kapitän wird der Sascha Hehn. Sascha Hehn? Ist schon, ja. Oh, das ist mal ein Aufstieg. Vom Assistenzarzt direkt. Nein, der war ja schon mal so Steward. Ja, das war da auch. Ja, genau. Und jetzt wird der Kapitän. Und jetzt ist der Kapitän. Haben Sie ihm schon gezeigt, wie man die MS Deutschland rückwärts im Hamburger Hafen einparkt? Oder? Nee, das kann ich ja selber nicht. Ja. Haben Sie einen Bootsführerschein? Können Sie segeln? Ja, ich habe den Segelschein, ich habe den A-Schein, also das ist ziemlich wenig. Und mein Originalkapitän, der Thomas Jungblut, der Andreas Jungblut, nicht der Thomas, der Thomas war ein guter Segler. Mhm. Der Andreas hat immer gesagt, ich habe gesagt, das ist immer so fantastisch, wenn du das Schiff da anlegst mit dem Joystick da. Genau.
Ah, und das ist ja eine Masse, die da hat. Mhm. Naja, hat er gesagt, musst du auch einmal musst du das machen. Und ich habe gesagt, nein, das kann ich doch nicht, dann hast du eine Beule drin. Nein, nein, das. Und das stinkt mir, dass ich das nicht gemacht habe, aus Rücksicht, dass er in seinem Schiff eine Beule hat. Das hätte ich schon auch gern mal gemacht. Ja, das verstehe ich. Ja. Haben Sie so einen Teller drunter? Weil die haben, die haben doch so einen Teller, ne? Diese Schiffe. Die haben doch so eine Drehscheibe. So, der, so Seiten, nee, der hat so einen Joystick. Genau. Das heißt, er hat Bugstrahlruder, genau. Wo er das Schiff dann, wenn das anlegt, im letzten Mal bremst. Genau, also riesige Pumpen, eine die da noch mal. Masse, die da schiebt. Und da musst du wissen, wann du bremst und wie stark. Sonst ist es zu spät, sonst macht das. Das ist doch Wahnsinn, dass Sie das nicht gemacht haben. Das ist doch eine richtige Weil ich ein bisschen ein Feigling bin. Können Sie bestimmt im Nachhinein noch mal machen. Vielleicht, ja. Haben Sie so eine Wildcard? Dürfen Sie immer noch jetzt als emeritierter Kapitän, als Passagier da noch mal mitfahren bei Rademann auf dem Traumschiff? Nee, aber ich fahre sicher noch mal mit. Ja, mache ich irgendwas da. Swingen, singen oder irgendwas. Ja, so. Finde ich gut. Komparsenrolle. Ja, Nebenrolle. Was? Nebenrolle. Komparsen. Nein, für die Passagiere. Ach so. Ja, absolut. Ist schön, finde ich. Aber da, wenn ich mitfahre, dann lasse ich mir dann jeden Tag eine Dispo geben. Mhm. Und die zerreiße ich dann. Super. Ja. Super. Und eine allerletzte Frage habe ich noch. Eine jung Verheiratete sitzt hier, eine sehr lang erfolgreich Verheiratete sitzt hier. Sind Sie verheiratet? Nein. Sie sind nicht verheiratet? Ich schon. Ich weiß. Lange. Und nächstes Jahr 50 Jahre. Ja. So, wie macht man das? Na ja. Wie man das macht? Wie macht man das? Indem man ganz wenig zu Hause ist oder eher viel? Na, man muss gute Nerven haben. Also, ja, das verstehe ich. Meine Frau sagt immer, das sieht man mal, was der Mensch alles aushält. Das geht auch. Naja, also das ist wieder so eine Frage. Nächstes Jahr... hoffentlich schaffen wir es. Das stimmt. Nein, aber das noch mehr, nicht ganz ein Jahr, aber das ist, da kann noch viel kommen. Aber warum kriselt es zu Hause jetzt oder was ist los? Nein, aber ich meine, ich bin kein Planer. Nein, aber et küt wird küt, ne? Wie es bei uns sein könnte. Also das auch. Ja. Am 14. Mai war das nicht. Am 13. Mai abends um 12. da. Kann Reden ich Sie anrufen drüber. Und dann sage ich, es hat geklappt. Sehr gut. Ich habe da ein gutes Gefühl. Und ansonsten gilt der alte Satz von Denzel Washington, der auf die Frage, was ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe, sagte, das Geheimnis einer jeden glücklichen Ehe ist der Satz, Schatz, du hast recht. Ja. So. Und das lassen wir einfach mal so stehen. So. Man muss es auch, wenn man es mit Humor nimmt, wird es ja immer komischer, so eine Ehe, so eine lange. Da kann man ja sehr viel lachen, wirklich. Das ist richtig. Meine Frau nicht so sehr, aber ich. Ja, okay. Man soll Frauen nie widersprechen, man soll warten, bis sie es selber tun. Das ist auch nicht schlecht, oder? Das ist aber gefährlich bei meiner Frau, wenn ich sage, ja, natürlich. Ach du alter Schleimschasser. Das geht auch nicht gut. Also, wie man es macht, ganz vorsichtig. Ja. Wie man es macht, macht man es falsch. Man muss schon eine Ausbildung beim diplomatischen Dienst haben, um das alles auf Dauer zu machen. Aber nachher, wenn ich es geschafft habe, kann ich Seminare geben. Ja, genau. Auf dem Traumschiff. Auch? Ja, aber auch für lange Ehen. Ja. Wie schafft man das? Ja. So, gute Tipps. Nadja Brunkhorst ist bei uns. Und bevor wir, Frau Brunkhorst, über Ihre wahnsinnige Geschichte sprechen, schauen wir mal kurz rein. Jeder hat das, glaube ich, vor Augen. Die allermeisten haben es gelesen. 4 Millionen haben das gelesen. Bis heute ein Schulstoff, auch nach wie vor. Ein Film, der weltweit erfolgreich war. Ein Buch, das weltweit erfolgreich war und immer noch ist. 35 Jahre ist das alles her. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F. Und sie war damals diese Christiane F. im Film. Diese Frau, die das damals gespielt hat, Frau Bunkhorst, ich habe sie eben beobachtet, sie konnten eben selber nicht hingucken. Es gibt eine Szene, wo ich nicht hingucken kann, oder eigentlich in jedem Film, wenn eine Spritze gegeben wird. Mhm. Dann schaue ich weg. Das heißt, das waren Sie nicht? Doch, das war ich, aber das waren präparierte Spritzen, die vorne stumpf gemacht worden sind und nicht in die Haut, sondern nach hinten. Also ich bin nicht verletzt worden. Wie sind Sie damals an diese Rolle gekommen, 13 Jahre alt und an so intensives Spiel, so glaubwürdig, das ist ganz großartig gespielt. Wie sind Sie damals an diese Rolle gekommen?
Also ich muss sagen, ich komme nicht aus irgendeiner, ich komme aus Zehlendorf. Ich weiß nicht, wer das kennt. Berlin, Berlin ist ja alles bürgerlich schön. So. Und ich saß einfach in der Schule und da kam eine Frau auf mich zu und sagte, wir brauchen noch dünne Mädchen für einen Film, hast nicht Lust, zur Probeaufnahme zu kommen. Und ich habe dann gesagt, naja, wenn es sein muss, so richtig schön vorpubertär, und bin dann halt hingegangen. Das ist die ganze Geschichte. So, und kannten Sie diesen Stoff? Also wussten Sie, was das für eine Geschichte ist? Ich habe das Buch vorher gelesen. Mhm. Mit 13? Und damals, das kam raus, da war ich 11, ja. Ich habe es, glaube ich, mit 12 gelesen. Mhm. So, und was war denn Ihre Haltung zu diesem Buch? Was haben Sie denn darüber gedacht? Ich finde, dieses Buch hatte für mich damals einen unheimlichen Sog. Mhm. Also so dieses typische zwischen um Gottes Willen und oh, vielleicht ist das toll und vielleicht kommt sie da durch. Und also dieses, was einen nicht aufhören lässt, es zu lesen, weil es einfach so auf der einen Seite ganz schrecklich ist und auf der anderen Seite so irgendwie, es hatte auch eine Faszination. Sonst hätte es nicht diese Auflage gehabt. Mhm, genau, auch die Faszination des Grauens auch in gewisser Weise. Die Faszination des Grauens. Und auch dieses Mitfiebern immer mit dieser Heldin, von der man immer hoffte, irgendwann kommt sie da raus. Schafft sie es nicht, genau. Zieht sich selber sozusagen aus diesem Sumpf. Haben Sie Christiane F., die eigentliche Protagonistin der Geschichte, haben Sie die vorher kennengelernt? Nein. Ich habe sie im Nachhinein mal kennengelernt, da war ich 16, auch nur zufällig auf einem Konzert, wo sie damals als Musikerin aufgetreten ist und zufällig jemand da war, der uns beide kannte. Und wir haben uns aber nur kurz gegenüber gestanden und haben mehr oder weniger gesagt, ach, du bist das. Und war ein komischer Moment. Ich habe sie leider nie kennengelernt. Ja, weil ich habe was gespielt, wobei man muss immer sagen, ein Film ist ein Mythos. Es ist ja nicht wirklich sie, sondern es ist auch ein Mythos. Mhm. Ja. Ein Film ist immer ein Kunstwerk. Es geht gar nicht anders. Auch ein Dokumentarfilm kann nicht wirklich die Realität abbilden. Es ist interessant, aus Ihrem Munde das zu hören, als jemand, der sehr erfolgreich auch Drehbücher schreibt, vielfach preisgekrönt auch dafür, also jemand, der das Geschäft auch wirklich von der anderen Seite kennt. Das heißt, eine ganz komische Begegnung, da sind diese zwei Menschen, deren Wege sich auf schicksalhafte Weise gekreuzt haben und die sich dann auf ganz seltsame Art und Weise nichts zu sagen haben. Ja, ich meine, das ist eigenartig. Mhm. Ich meine, es war auch laut, muss man auch sagen. Genau. War es SO36, das war laute Musik. Was hat Sie denn so sicher gemacht, dass Sie das können? Ich meine, wenn Sie das Buch kannten, wussten Sie, worauf es hinausläuft? Was für harte Szenen Sie da spielen? Ich habe darüber nicht nachgedacht. Es gibt beim Schauspiel sowas wie erste Naivität. Das ist das Allerbeste. Nicht drüber nachdenken, einfach machen. Mhm. Und so war ich auch drauf. Nicht einfach, die wollten das, dass ich das mache. Dann heißt es, zitter mal, dann habe ich gezittert. Dann heißt es, lauf da mal lang, dann laufe ich da lang. Das war, und das wird Sie jetzt alle vielleicht schockieren, für mich ein großer Spaß. Ein großer Spaß? Ja. Auch diese ganz harten Szenen? Ja, die besonders. Die besonders. Ja. So, dann zeigen wir jetzt einmal diese ganz harte Entzugsszene und reden dann darüber, wie das schauspielerisch für Sie war. Bitte schön. Wie beklemmend, ne? Wie beklemmend. Wie kriegt man das so hin? Nochmal, Sie waren 13 Jahre alt, 13, 14, als die Dreharbeiten stattgefunden haben. Wie kriegt man das hin, sich so in diesen anderen Menschen reinzuversetzen, in diesem jungen Alter? Ich hatte den Vorteil, dass ich einen Vater habe, der sehr viel gearbeitet hat und nur reagiert hat, wenn ich krank war. Das heißt, ich habe schon sehr früh angefangen, krank zu spielen auch. Okay, okay. Weil dann wusste ich, er kommt und kommt auch mal früh aus dem Büro und ist mal da. Das heißt, wenn ich was konnte mit 13, dann war das Krankspielen. Und das war im Endeffekt eine Fortsetzung. Ich hatte keine Ahnung von Drogen oder sowas. Man hat mir beschrieben, wie die Symptome sind. Und ich hab krank gespielt, wie wenn man eine Grippe hat. Mhm. Ja. Und dann, ich war halt ein wirklich gutes Gefäß, glaube ich. Ja. Für diese Geschichte. So, und jetzt haben Sie gerade ein Stichwort genannt. Also, Zehlendorf, gut bürgerlich, großbürgerlich. Sie hatten überhaupt keine Berührungspunkte mit Drogen, mit dieser Szene. Kannten diese Welt überhaupt nicht. Dann kommt dieser Film, alle kennen dieses Buch. Und das Fatale, das eigentliche Gesicht der wahren Christiane F. kannte keiner. Plötzlich wird ihr Konterfei deutschlandweit plakatiert. Überall auf jeder Litfaßsäule ihr Gesicht. Sie wurden irgendwann und waren irgendwann für die Menschen
Christiane F., das waren Sie. Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen? Das war, also wie gesagt, ich habe gesagt, dass die Dreharbeiten war für mich wirklich was Schönes. Es gibt auch mittlerweile immer noch nichts Schöneres für mich, als gemeinsam dazustehen und einen schönen Film zu machen. Ja? Mhm. Und dann kam dieser Ruhm. Das war was vollkommen anderes. Ja, da bist du wieder allein zu Hause und du gehst raus und überall bist du. Und dann gibt es ein Plakat. Ich war 14, ich hatte keinen Fahrer, ich hatte keinen Manager, mein Vater war nicht anwesend. Ich musste mit der U-Bahn zur Schule fahren. Ja, Wahnsinn. Das will man nicht haben. Das will man nicht haben. Das ist wirklich, da kamen Schulklassen nach West-Berlin damals und haben gesagt, da ist sie. Und sind hinter mir hergerannt. Das will man nicht haben. Weil die aber dachten, sie sind das Mädchen vom Drogenstrich. Ja, klar. Da sagte keiner, aber das muss man sich mal klar machen, da sagt keiner, das ist die Schauspielerin aus dem Film, sondern die sagten, das ist die, das ist Christiane F. Die Krux war, dass in dem Titel des Films ein Name vorkommt. Und von der Original-Christiane nur ein Foto, was relativ, das auf dem Buchtitel relativ diffus war. Einfach ein schönes Mädchen. Ja? Mhm. Und der Rest war ich. Und es haben mir dann von meinem ersten Freund, die Mutter hat dann zu mir gesagt, ah, schön, dass du das aufgehört hast mit Drogen. Es war den Menschen sehr schwer klarzumachen. Aber es war auch noch so, ich habe jetzt vor 10 Jahren den größten Drehbuchpreis gewonnen, den man in Deutschland kriegen kann. Dann stand in der Welt, Christiane F. gewinnt Drehbuchpreis. Nein. Doch. Ja. Dann denke ich mir zu viel Recherche macht so eine schöne Geschichte auch oft kaputt, ich weiß. Also es ist einfach so. Sie haben auch mal berichtet, dass es Leute gab, die Sie verantwortlich gemacht haben für Ihre eigene Drogensucht. Auch das, ja. Ich bin dann natürlich eingeladen worden in Talkshows unter anderem. Und dann kam es vor, dass dann auch eben über Drogengebrauch geredet wurde und jemand neben mir saß und dann einfach sagte, ach, du bist das, wegen dir habe ich angefangen. Und ich habe dann so, ich brauchte echt eine Weile, mich da zu distanzieren und zu sagen, nee, also A, glaube ich, dass dieser Mensch wahrscheinlich eh angefangen hätte mit irgendwas und diesen Film einfach nur benutzt hat dazu. Aber sowieso nicht wegen mir. Wie kann man das denn mit 14 dann, wie kriegt man das denn so? 16, 18 oder egal, mit 16 auch genau. Noch. Also vor allen Dingen, wenn du niemanden an deiner Seite hast, wenn das auch nicht professionalisiert ist, im Sinne von, da gibt es Menschen, die dann zuständig sind, diesen ganzen Presseirrsinn mal ein bisschen in richtige Bahnen zu lenken und ähnliches. Das gab es damals nicht. Sie waren allein. Nicht so richtig. Dass sie niemand geschützt hat. Ich meine, da hätten doch die Produzenten oder irgendwelche, die Leute, die hinterm Film standen, hätten doch dieses Kind irgendwie schützen müssen. Ich weiß nicht, da ist ein bisschen was schiefgelaufen, muss ich sagen. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie ging es denn dann weiter? Ich habe dann sehr bald mir die Haare ganz kurz geschnitten und mich als Junge verkleidet. Das ging ganz gut. Und bin dann irgendwie so durch Berlin, habe noch die 10. Klasse zu Ende gemacht. 11. Klasse noch und dann habe ich gesagt, ich halte es nicht mehr aus und bin dann mit 16 nach London. Mit 16? Allein? Allein. Und das war aber gut. Also, da hat mich keiner erkannt und da habe ich dann gelebt und das war gut. Was war das für ein Gefühl, unerkannt durch die Straßen gehen zu können? Super. Kopf nach oben, kannst jedem Klasse. In die Augen gucken. Super. Ich schätze das auch immer noch. Ich wohne ja jetzt in Bayern, ich sage lieber nicht wo, weil da erwartet mich keiner. Es ist wunderbar. Das ist echt toll. So, und waren dann wie lange in London? Dreiviertel Jahr. Wovon haben Sie da gelebt? Damals haben wir Platten geklaut. Sie haben Platten geklaut? Mhm. Um die zu verkaufen? Ja. Das heißt jetzt für mich übersetzt, Sie hatten wirtschaftlich von dem großen Erfolg gar nichts? Doch, aber ich habe das Geld erst mit 18 gekriegt und ich war ja erst 16. Ach, okay. Ja. Das Geld war unter Verschluss, bis ich 18 wurde. Und ich musste mich ja irgendwie durchschlagen von 16 bis 18. Also da musste ich irgendwie auch durch. Was wussten denn Ihre Eltern davon? Weiß ich nicht. Also dreiviertel Jahr in London, wie ging es dann weiter? Dann bin ich zurück, bin dann nach Paris, habe als Model gearbeitet. Es war gut bezahlt. Wobei das Modelgeschäft, das ist sehr schwierig. Also das ist für Menschen mit einer zarten Seele
auch nicht das Netteste. Also da wirst du wirklich, wirklich nicht gut behandelt. Und da habe ich dann aufgehört und habe ich gesagt, jetzt mache ich Schauspielschule. Und dann bin ich nach Bochum und an die Schauspielschule. Mhm. Und haben dann aber auch die Seiten gewechselt und haben dann auch angefangen, sehr intensiv sich mit Drehbucharbeit zu beschäftigen und ähnlichen Dingen. Wann konnten Sie dann irgendwann mal dieses ganze Ding, wie so eine Schlange, die alte Haut los wird, wann streift man das ab? Ich weiß das nicht. Ich warte immer drauf, dass irgendwann mal in einem Artikel mein Name genannt wird, ohne in Klammern Christian. Ne? Das ist einmal gab es ein einziges Mal, da gab es bei der Bunte die schlecht angezogene Frau, da gibt es eine Hop und Top. Ja, und da hatte ich so ein Kleid auf dem Filmpreis an und das war halt top. Und da stand aber in Klammern Regisseurin. Und das habe ich mir aufgehoben, das fand ich super. Ja, das verstehe ich. Ja. Das ist eigentlich das ein bisschen, obwohl es eine ganz andere Abteilung ist, das Schicksal von Karel Gott. Da steht immer in Klammern Biene Maja. Ja. Ja, damit muss er, ja, damit. Ja, aber ich muss sagen, ich bin in meinem Leben jetzt sehr, sehr glücklich. Mhm. Also auch mit dem Job, Filme zu machen, mhm, auch jetzt am Anfang zu stehen, also am Drehbuch vor dem weißen Ding sitzen, Filme entstehen zu lassen, das macht Riesenspaß. Das, mhm, ist richtig gut und ich bin sehr, sehr glücklich. Mhm. Aber im Nachhinein muss ich sagen, warum ich nicht mehr gespielt habe, weil ich liebe das Spielen. Das war dieser Moment, wo einfach keiner war. Ich habe stapelweise Drehbücher gehabt und ich habe alles abgelehnt, weil ich einfach, ich wusste ja nicht mal, wie man die liest. Mhm. Ja. Sie konnten die nicht bewerten auch. Ich habe einfach, meine Schauspielkarriere in dem Sinne habe ich eigentlich verhunzt oder verspielt, weil ich zu viel Nein gesagt habe, weil ich dann gesagt habe, nein, lasst mich in Ruhe. Das ist ja Wahnsinn, so ein Riesentalent. Ja, ja, dann, ja, ich hatte mich schon, die ganze Zeit wollte ich fragen, haben die sich nicht um Sie gerissen? Sie haben, aber Leistung, es hat keiner, ne, kanalisiert und ich musste wegrennen, weil es einfach zu viel war. Mhm. Und es ist schade, weil Spielen ist echt was Schönes. Es ist wirklich, ja, wenn man da so aufmacht und, mhm, eben sich so hingibt, das kennen Sie auch, einfach da sein. Sie sagen Lügen, ich sage ein Teil von mir leben, den ich sonst niemand zeigen würde. Ja, das gibt, ist toll. Ja, es gibt ja den schönen Begriff durchlässig sein, ja, ne, als Schauspieler. Sein, ja. Das Schöne ist an unserem Beruf, dass man eigentlich außer Talent, wenn man noch Charisma hat, ist noch besser, braucht man nichts. Gar nichts. Nur sich selbst. Aber ich brauche keinen Ruhe. Zahnarztstuhl, ich brauche kein Auto, ich brauche keinen Kran, ich brauche keine Hobelbank. Ich brauche nur mich. Ja. Und ich gehe da beim Filmen in der Früh in die Garderobe, da sind zwei Mädchen, zieh mir die Hose aus, zieh mir eine andere aus. Ja. Das ist eine andere. Ist doch wunderbar. Ist da, da zuckt jetzt die eine Hälfte des Publikums direkt zusammen und die andere sagt, ich glaube, ich werde auch Schauspieler. Aber, ja. Nein, aber dann etwas tun und den Leuten eine Freude machen, nur mit mir. Ja. Mit nichts anderem. Das, mhm, ist ein wunderschönes Gefühl. Das stimmt. Ja. Sich so zur Verfügung zu stellen. Ja. Ne? Mhm. Zu sagen, jemand, ich mache das jetzt. Das ist eine ganz tolle, mhm, emotionale, ja, Intelligenz, nenne ich das. Was würden Sie sagen, Frau Bunkhorst, im Nachhinein? Fluch oder Segen? Kann ich so nicht sagen. Das, mhm, ist mir so in mein Nest geworfen worden. Damit muss ich irgendwie umgehen. Ich habe viel darüber geflucht. Mittlerweile sage ich aber, es ist auch ein Segen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann in meinem tollen Beruf gelandet wäre. Also in, mhm, dem Filme machen. Das ist einfach eine große Leidenschaft von mir. Was wäre ich sonst geworden? Ich wollte immer Chemikerin werden oder Mathematikerin. Vielleicht wäre das auch okay. Aber diese, ja, Leidenschaft, die ich jetzt habe für Film, da bin ich sehr dankbar. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Und wir müssen das auch gar nicht groß ausbreiten. Ich sage es nur der Vollständigkeit halber. Sie sind zwischendurch sehr erkrankt, haben eine Krebserkrankung überstanden. Und sind jemand, der mittlerweile als gesund gilt, als geheilt gilt. Die Stimme ist noch ein bisschen angegriffen. Es gibt keine Garantien. Mhm. Es gibt keinen Garantieschein bei Krebs und es, mhm, gibt du hast keine Garantiescheine. Das war aber vor 20 Jahren und man, eben, gilt nach 10 Jahren, genau, als geheilt. Also, mhm, gehe ich mal davon aus. Mhm. Es gibt den schönen Satz von Ihnen, ich hoffe, dass auf meinem Grabstein irgendwann in 100 Jahren nicht steht in Klammern Christiane F. Genau. Ich bin mir sicher, dass das wird nicht passieren. Woran arbeiten Sie gerade? Letzte Frage.
Ich schreibe gerade eine wunderbare Liebeskomödie mit sanftem Humor. Das heißt Der Müll, der Unfug und die Liebe. Der Müll, die Unfug? Der Müll, der Unfug und die Liebe. Das ist schön. Ja. Und es geht um die Frage... Von zwei Menschen, die sich retten von ihrem Ballast, sowohl seelischer als auch materieller Natur. Ja. So ein bisschen eine Harold und Mord-Geschichte auch. Und das ist einfach eine schöne, angenehme, ein Wohlfühlfilm. Also... Wenn dieser Film mal rauskommt, sehen wir uns wieder. Ja, gerne. Ja? Und dann reden wir darüber und dann werden wir daran arbeiten gemeinsam, dass auf diesem Grabstein nicht Christiane F. steht. So. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Nadja Buchhorst zunächst mal. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Caroline Kebekus. Herzlichen Dank, Caroline. Alles Gute für dein Programm, das noch ein bisschen läuft. Auch nächstes Jahr noch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Bettina Tietjen. Wie war das? Schuhe putzen? Schuhe putzen mit Damenstrümpfen. Mit Damenstrümpfen. So, ein Tipp, den wir beherzigen werden. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für einen gut aufgelegten Siegfried Rauch, der leider das Traumschiff parkt. Aber Sascha Hehn wird wieder aus der Parklücke rausfahren mit dem Dampfer. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Hoch, ein Sarg. Nein, das ist etwas, das gehört auch zu unserem Leben. Aber ich glaube, Sie sagen, Sie leben auf dem Land. Es gibt Unterschiede. Also ich glaube, in der anonymisierten Großstadt ist dieses natürliche Verhältnis nicht mehr da. Ja, das ist natürlich anders, die Anonymität. Aber die ist eigentlich schlecht. Ich habe auch von den einfachen Leuten gelernt, dass man die Sterbenden nach Hause holt. Das ist schon schwer. Aber es ist auch schön. Ich meine... Als meine Mutter da bei mir zu Hause lag, da habe ich gedacht, das ist eigentlich wie so ein Baby. Jetzt muss ich die Windeln wechseln. Mm. Und früher hat sie das gemacht. Aber das ist doch schön, das gehört zum Leben. Und das würdevolle Sterben gehört auch dazu. Also, Schlussstrich an dieser Stelle zu dem Thema. Ja. Wie bist du, Bettina, weil wir gleich auf das neue Projekt von dir zu sprechen kommen und ich mich gewundert habe, wie kann diese grundanständige, zutiefst ordentliche Bettina Tietjen so ein Buch schreiben? Ich habe schon, als du das eben gesagt hast, mit den Strümpfen. Ich fand ja. Lederhose gut. Lederhose, ne? Da stand doch zweiter Begriff Lederhose. Lederhose, Dusche? Ja. Dusche, ja, Dusche, Beine würde ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, hast du irgendwas unter Duschen veranstaltet? Ach nee, ich weiß nicht. Beine... Lederhose, Dusche. Ich habe noch gesagt zu Caroline, der Rock ist, glaube ich, ein bisschen kurz. Und das ist auch noch ein Lederrock. Ich konnte das ja nicht. Ja. Ja, ich dachte, der ist nicht so kurz. Der ist ja schön. Der sieht immer fantastisch aus. Er sieht fantastisch aus. Von hier sieht es fantastisch aus. Er sieht fantastisch aus. Wie heißt denn das Buch? Schuhe putzen, duschen, wollte ich gerade sagen. Schuhe putzen mit Duschen. Nee, aber duschen, jetzt weiß ich, woher es kommt. Weil wir doch früher mit unserer Sendung diese Touren gemacht haben. Hinnack Baumgarten gegen mich. Und der Verlierer musste am Ende, wir haben so Wetten gemacht, so Städtewetten. Und der Verlierer musste in der Sendung am Ende duschen. Mit Klamotten. Bestimmt deswegen. Da gibt es ganz lustige Szenen, wo wir dann klatschnass mit unseren Klamotten da stehen. Ich verstehe. Okay. Und jetzt die geile Strumpfmaus, wo kommt die her? Ja, keine Ahnung. Also, ich muss doch sehr bitten, ich bin über 50. Aber weißt du, was ich denn Entschuldigung, ja, ich habe das doch nicht geschrieben. Ich habe das nicht geschrieben. Aber es gibt doch total viele Leute, die einem schreiben, ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, so, schick doch mal deine Strümpfe oder so, wo man denkt, was? Also mich hat noch nie jemand angerufen und gesagt, Herr Rauch, Sie auch nicht, ne? Ich verstehe das gar nicht. Schick doch mal die Strümpfe. Es gibt total viele Fußfetischisten, die sagen, fotografier mal deine Füße. Man denkst, nee, Schuhe wollte schon mal einer von mir. Siehst du? Von Ihnen wollte einer Schuhe? Ja, ja. Aber das Schlimmste hatte ich neulich mit Ellenbogen. Also können wir das mal festhalten. Ellenbogen? Also einer Strümpfe, Schuhe, nackte Füße. Was ist denn hier los? Ellenbogen. Das war das Schlimmste. Und vor, es ging um Wetten, dass ich schwör's dir. Nein, es gibt keine Ellenbogen-Fetischisten. Er hat geschrieben, er sammelt Ellenbogen, weil er sich bei Wetten, das bewerben möchte. Nee, ich bin jetzt raus. Ich bin raus. Wenn man den aufstößt, kann er erkennen, zu welchem Prominenten der gehört. Und da sammelt er Fotos und er hatte genaue Anleitungen dazu, wie ich den Ellenbogen, wie ich mich aufstützen soll. Und ich habe gedacht, der ist total krank. Also, wenn dann so eine Bewerbung mal kommt. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber vielleicht machen das manche. Ja. Ich habe jetzt eben gedacht, der sammelt wirklich Ellenbogen. Also nein, keine echten. Das wäre ja dann der Kannibale. Ja, wir hatten Stephen King neulich hier zu Besuch. Und der, glaube ich, der könnte sich sowas durchaus vorstellen. Ja. Es ging nur um Fotos von Ellenbogen. Nur Fotos.
Selbstverständlich, nur Fotos. Er kennt eben an dem Ellenbogen, wer es ist, zu wem er gehört. Ja. Genau, aber zu Siegfried Rau oder zu mir gehört. Das ist Wahnsinn. Also Schuhe putzen in Damenstrümpfen. Nein, das, also jetzt mal, um das mal klarzustellen. Ja. Das hat nichts mit Fetisch oder so zu tun. Das Buch heißt Schuhe putzen mit Damenstrümpfen. Ja. Es ist eine Sammlung von Alltagstipps, die ich im Laufe der Jahre von meinen Prominenten, unter anderem von dir, von meinen prominenten Gästen in meiner Radiosendung, die ich in Talk gesammelt habe. Buch auf? Du tauchst auf, ja. Mit einem Bügeltipp. Mit einem Bügeltipp. Du hast zum Beispiel gesagt, wenn man das Hemd zuknöpft und komplett zugeknöpft dahin legt, dann geht es schneller einfach drüber bügeln. Hä? Da braucht man sich nicht die Mühe machen mit dem eine Seite, andere Seite und so weiter. Das ist richtig, das stimmt. Hat er behauptet. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe es behauptet. Also wenn alle Buchtipps da so seriös sind, Bettina. Nee, ich habe ja einige ausprobiert. Also viele Männer kamen mit Bügeltipps um die Ecke übrigens. Ja. Kai Pflaume, also der kann ja sehr gut bügeln. Ist ein Bügler? Der hat mir vorgebügelt sogar. Also der kann das wirklich. Nach der Hexer, der Bügler. Ja. Und der hat ja, von dem ist ja der Titel, also darauf beruht der Titel, weil Kai Pflaumes Tipp ist, wenn man über die Schuhbürste einen Damenstrumpf zieht, kriegt man Schuhe besonders blank. Lass mal deine sehen. Da ist was drin, da ist noch Platz nach oben, würde ich mal sagen. Die kann man blanker hinkriegen. Kai Pflaume würde die blank kriegen. Ehrlich? Also deswegen heißt das so. Ist einfach nur ein Gag, der Titel. Aber kannst du das verstehen, dass ich das emotional einfach nicht verkraftet kriege, da mit Damenstrümpfen da noch mal drüber zu reiben? Wieso? Das sieht doch keiner. Mach's doch vorher. Nein, das ist... Das machst du doch zu Hause in deinem Kämmerlein. Das heißt, ich könnte das hier jetzt so an deinem Bein kurz und dann... Nein! Das ist ja schon grenzwertig. Was noch? Oh, es gibt so unendlich viele Tipps. Also es ist eine Mischung aus wirklich nützlichen Tipps. Also sagen wir mal, Gerichte, wie in der Küche, wie ich mich in der Küche verhalte, wie ich Kränze aus der Marmorplatte wegbekomme. Wie verhalte ich mich denn in der Küche jetzt? Das Messer, also fällt mir jetzt gerade nur ein. Ja. Steffen Henssler sagt zum Beispiel, du musst ein Messer immer anfeuchten, wenn du zum Beispiel rohen Fisch ganz, ganz super schön schneiden und möchtest. Und den Fisch vorher in die Tiefkühltruhe. Das auch, wenn du Carpaccio machst zum Beispiel, dann musst du, das weiß ich auch, da muss man das Rinderfilet kurz anfrieren und dann mit einem ganz scharfen Messer möglichst angefeuchtet, kriegst du wunderbar ganz, ganz dünne Scheiben hin. Also das sind die Küchentipps. Es gibt ganz viele Küchentipps. Dann gibt es solche interessanten Tipps, wie wenn du Babymilch im Auto verschüttest, der kommt von Dietrich Grönemeyer. Ja. Wenn du Babymilch im Auto verschüttest, stinkt ja ganz furchtbar. Bestialisch. Rasierschaum. Einfach mit Rasierschaum über Nacht einwirken lassen, nächsten Tag nochmal drüber, ist der Geruch komplett weg. Ah, okay. Oder ich hab immer ein neues Auto gekauft, aber das war... Oder so. Dann hat Ildiko von Kürti einen ganz tollen Tipp. Ich kategorisiere das, wir haben das so in Kapitel eingeteilt, mein Redakteur Andreas Sorgenfrei und ich haben das zusammengeschrieben. Die hat zum Beispiel einen tollen Tipp. Du hast einen Redakteur mit dem schönen Namen Andreas Sorgenfrei. Und der hat das mit mir zusammengeschrieben. Drei tolle Frauen heute bei uns zu Gast. Bettina Tietjen, Caroline Kebekus, Nadja Brunkhorst, die über Nacht für Millionen Menschen plötzlich zu Christiane F. wurde, beziehungsweise zum Gesicht von Christiane F. Und wir freuen uns auf einen echten Offizier und Gentleman. Siegfried Rauch ist heute unser Gast. Jetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Herzlich willkommen. Ja, Berlin, die 70er Jahre. Zwei Sternreporter recherchieren in der Drogenszene rund um den Bahnhof Zoo und stoßen dabei auf eine junge Frau. Nur ein kurzes Interview soll es werden. Am Ende reden sie Stunden, Tage und Wochen, in denen sich diese junge Frau ihre unglaubliche Geschichte von der Seele erzählt. Es ist die Geschichte der Christiane F. Das Buch wird ein Welterfolg, bis heute 4 Millionen Mal verkauft. Was kaum einer weiß, diese Geschichte ist auch ihre Geschichte. Und sie ist mindestens genauso packend, denn sie wurde in der großen Pause vom Schulhof weg engagiert, um die Hauptrolle in diesem Film zu spielen. 14 Jahre alt war sie damals und weil kaum einer das Gesicht der wahren Christiane F. kannte, wurde sie es plötzlich und sagt heute darüber, die Leute hielten mich tatsächlich für das Mädchen vom Drogenstrich. Und wie die wirkliche Christiane F. musste auch sie am Ende flüchten vor dem eigenen Ruhm. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Eine Geschichte, die so noch nie erzählt worden ist. Nadja Brunkhorst. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, und wir werden natürlich auch
heiter sein in dieser Sendung. Er hat das ähnlich erlebt und sagte bei seinem letzten Besuch hier in der Sendung über seinen Beruf, es ist wirklich anstrengend, das ganze Leben jemanden zu spielen, der man eigentlich gar nicht ist. Ist vielleicht auch besser so, denn wenn man in Filmen, aufgemerkt, mit so schönen Titeln wie Der Mönch mit der Peitsche auftritt, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man zu Hause weder als Mönch durchs Schlafzimmer turnt noch eine Peitsche hat, weil einem die eigene Frau sonst ziemlich komische Fragen stellt. Und zu Hause ist er bald öfter, weil er jetzt tatsächlich zum allerletzten Mal das Traumschiff um die Palme steuert. Und die große Frage ist, was wird jetzt aus unserer Lieblingschef-Stewardess, was wird aus Beatrice? Herzlich willkommen, Siegfried Rauch. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und apropos Mönch mit Peitsche und seltsame Hobbys. Ihr neues Hobby trägt den schönen Titel Schuhe putzen mit Damenstrümpfen. Das klingt seltsam und es ist nicht das Einzige. Wer zum Beispiel Ihren Namen im Internet sucht, dem schlägt die Suchmaschine automatisch folgende drei Begriffe vor. Beine, Dusche, Lederhose. Und es gibt sogar Fans, die sie liebevoll, Achtung, die scharfe Strumpfmaus nennen. Was also ist da los? Und wer ist sie? Und wenn ja, wie viele? Herzlich willkommen, Bettina Tietjen. Schön, dass du da bist, Bettina. Die scharfe Strumpfmaus. Ja, und auch ihr sind in diesem Jahr ziemlich verrückte Dinge widerfahren. Auf der Deutschen Bischofskonferenz zum Beispiel kam es zu einer Kollision mit dem Kölner Kardinal Meißner. Und das nur, weil sie sich bei ihm als neue Päpstin bewerben wollte, worauf der Kardinal antwortete, dafür haben Sie gar nicht die Figur. Dennoch war sie vor allem mit ihrem Programm so erfolgreich wie nie, auch deshalb, weil sie als Einzige verstanden hat, worum es in dieser unsäglichen Sexismusdebatte Anfang des Jahres wirklich ging. Sie sagt, ein gut gefüllter Ausschnitt ist in Wahrheit eine Falle für Typen wie Brad Pitt. Und dummerweise hat man manchmal ein bisschen Brüderle als Beifang. Herzlich willkommen, Caroline Kebekus. Schön, dass du mal bist. Also, schöne Runde, freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Bevor wir aber einsteigen, Bettina, bei deinem letzten Besuch hier hast du, und ich fand das damals sehr, sehr liebevoll und schön, über deinen an Demenz erkrankten Vater gesprochen. Du hast darüber erzählt, wie er in den letzten Monaten vor allen Dingen seine Persönlichkeit verändert hat, wie er plötzlich ein ganz lustiger Mensch wurde, der gerne Witze von dir gehört hat und wie du ihm im Speziellen in deiner Beziehung als Tochter so nahe gekommen bist, wie er vorher vielleicht nie wart. Ja, das stimmt. Jetzt ist dieser Papa gestorben. Mhm. Direkte Frage, wie hast du das erlebt, dieses Sterben? Hattest du die Chance, Abschied zu nehmen zum Beispiel? Auf jeden Fall. Also es war ja so, er war ja fast 90 und wir haben, das, man sieht es ja schon kommen. Also gerade in der Demenz, es gibt ja die Phase, wo wirklich alles noch schön ist und wo man auch wirklich viel Spaß hat und wo das so kindlich wird. Aber man merkt dann auch auf einmal, wie der Körper abbaut und wie der ganze Mensch auf einmal weniger wird. Also man merkt richtig das Ende des Lebens kommen. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass man das so, dass das so präsent ist, aber man spürt das irgendwie. Und ja, dann ist es so gekommen. Also ich meine, weiß natürlich nicht genau, wann der Moment ist. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil es mitten in der Nacht war. Also das so genau weiß man es natürlich nicht. Aber ich habe das schon in den letzten Wochen deutlich gespürt, dass es zu Ende geht. Kann man wirklich so sagen. Hattet ihr zum Schluss noch die Chance, euch auszutauschen, miteinander zu sprechen? Hat er dich noch erkannt? Ich glaube, er hat mich erkannt. Das habe ich an seinem Blick gesehen. Gesprochen hat er nicht mehr am Ende. Also ich habe immer mit ihm gesprochen. Ich habe das halt genauso gemacht, wie ich es vorher gemacht habe. Und ich muss sagen, es war bis zum Schluss auch immer so ein bisschen heiter. Also ich habe ihm lustige Gedichte vorgelesen. Ich habe natürlich auch mal die Matthäus-Passion gespielt. Also ich habe immer alles so gemacht, wo ich dachte, da kann er was mit anfangen. Da hat er eine Beziehung zu. Und habe ihm viel klassische Musik vorgespielt. Ich habe aus der Bibel vorgelesen. Ich habe ihm aber auch seine kleinen Scherzgedichte vorgelesen, die er immer gerne mochte. Und ich habe auch an seinem Blick gesehen, dass er das alles genau mitbekommen hat. Also er hat das alles registriert. Er war wach. Er war nicht dämmerig oder so, obwohl er dann so beruhigende Medikamente bekommen hat. Wir hatten auch so ein Palliativteam, was ihn begleitet hat. Schmerzmediziner. Genau. Ja. Aber er hat das alles mitbekriegt. Er hat jetzt nicht vor sich hin vegetiert oder so, ganz und gar nicht. Würdest du sagen, und das ist ja, glaube ich, der Wunsch, den man so hat, auch wenn man ganz unmittelbarer, betroffener Angehöriger ist und dann so nah dran wie als Tochter, das war ein guter Tod. Ja,
würde ich sagen. Es war der richtige Moment zu gehen. Denn es gibt ja dann Menschen, die noch ganz lange leiden und die immer schwächer werden, die gar nicht mehr bei Bewusstsein sind, die einfach nur noch am Leben erhalten werden oder auch selber nicht loslassen können manchmal. Es gibt ja unterschiedliche Fälle. Und bei ihm war das Gott sei Dank so, dass er auch nicht im Krankenhaus gestorben ist. Wir haben gesagt, meine Schwester und ich, wir möchten nicht mehr, dass er ins Krankenhaus kommt, weil das ist einfach dann auch nicht mehr so menschenwürdig, wenn dann ein fast 90-jähriger, schon ganz schwacher Mensch zum fünften Mal eine Lungenentzündung hat und wieder am Tropf hängt und wieder, dann hat er noch so einen Keim am Ende, so ein Krankenhaus, also den nennt man ja Krankenhauskeim, also man musste mit Mundschutz, also es war alles so, Gott sei Dank haben wir rechtzeitig entschieden, raus, nicht mehr ins Krankenhaus, Palliativbetreuung und in seinem Zimmer, in seiner gewohnten Umgebung und das war auch wirklich sehr friedlich und ich fand, es war sehr schön, man konnte auch von ihm Abschied nehmen noch, als du, er dann... Du sagtest gerade loslassen, dieses Loslassen, kann man das dann auch selber? Naja, man muss es ja, ne? Also ich hatte ja lange Zeit, mich damit zu beschäftigen und mich darauf einzustellen. Und ich habe auch so gemerkt, es ist, glaube ich, jetzt gut für ihn, also weil alles, was das Leben noch weiter verlängert hätte, wäre nicht mehr gut gewesen, hätte seine Lebensqualität nicht verbessert. Das ist aber, das ist ein Schritt, den muss man machen. Also ich habe mit meinen Schwestern auch viel darüber gesprochen. Meine ältere Schwester war schon vorher so weit, die hat schon vorher gesagt, Mensch, lass ihn einfach gehen. Und ich war noch nicht so weit, und meine andere Schwester. Wir haben noch eine Weile länger gebraucht. Und ich glaube, er hat es selber entschieden. Er hat den Moment selber gewählt, wann es zu Ende sein soll. Er ist beerdigt, er hat einen schönen Tod gehabt, er ist friedlich gegangen. Und jetzt sage ich auch, schön, dass es uns allen noch gut geht. Das ist auch was. Man muss ja auch positiv sein. Ja, so ja. Deswegen wollen wir das auch gar nicht weiter vertiefen. Bettina, herzlichen Dank. Ja. Loswerden ist, falls du dieses Thema noch mal hast, vielleicht kennst du es. Es gibt ein ganz tolles Buch, was uns allen sehr geholfen hat. Das habe ich von vielen anderen auch schon gehört. Borasio heißt der Autor, ist ein Palliativmediziner, über das Sterben. Und da wird sehr genau beschrieben, was das Sterben eigentlich ist, was Palliativmedizin bedeutet, was die letzten Monate, wie man die gestalten kann, ohne dass derjenige noch ständig medizinisch behandelt werden muss. Also da sind sehr kluge Gedanken drin. Und ich glaube, das hilft einem auch selber so ein bisschen, schon mal sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass man irgendwann, wie das ist, wenn man selber stirbt. So. Herr Rauchler, beschäftigen Sie sich mit diesen Themen? Nee. Das ist gut. Ich weiß ja nicht, wie das kommt. Die Leute... So viel wie Sie Holz hacken, wird ein Baum Sie irgendwann dahin raffen. Ich könnte mir jetzt einen Rollstuhl kaufen, aber wenn ich den ja gar nicht brauche, dann ist das ja rausgeschmissenes Geld. Sie haben es gut, Sie werden es nicht brauchen. Aber ich weiß es ja nicht. Aber die wollen immer alles wissen. Aber Sie müssen doch vorsorgen. Ja, was denn? Was soll ich denn vorsorgen? Ich weiß ja nicht, wie es kommt. Das macht doch der da. Also, ich kann das nicht. Ich bin glücklich, so wie ich bin. Und wie es kommt, das weiß ich nicht. Ja, kann ich auch nicht wissen. Also, wenn man das kann, wenn man das einfach so abgeben kann an irgendjemanden da oben oder was auch immer, ist das ja eine schöne Geschichte. Die Komikerin beschäftigt sich mit dem Tod, Caroline? Ja, also klar, mir begegnet der ja auch. Bei mir sind im letzten Jahr meine beiden Großmütter gestorben. Und da ist auch eine ganze Generation weggebrochen. Ja. Und da beschäftigt man sich dann schon damit, klar. Plötzlich sind die weg. Ne? Die eine ist zuerst gegangen und dann hat die andere gesagt, jetzt bin ich die Nächste. Und dann, ach Quatsch. Und dann plötzlich ist sie auch weg. Und es war so, oh Gott. Aber, so ist das Leben, wie Bettina gerade schon richtig erwähnt hat. Trotzdem würde ich gerne noch auf einen Punkt hinaus. Und deswegen habe ich auch mit dir über den Tod deines Vaters gesprochen. Du engagierst dich sehr für ein Hospiz, das hier in Hamburg, Süden, gebaut wird. Und darum ist eine, und das ist etwas, das geht uns wirklich alle an, betrifft nicht nur Hamburg, da ist eine Polemik drum entstanden, die ich haarsträubend finde. Also die Leute, die Anwohner wollen dieses Hospiz nicht. Warum? Mit welcher Begründung? Nicht die Anwohner, es ist wirklich eine einzige Partei, die sich dagegen wehrt. Da ich die Leute persönlich nicht kenne, kenne ich deren, ich weiß nicht, warum sie so ein Problem damit haben, aber es ist eben, die haben eine riesige öffentliche Diskussion dadurch angestoßen, durch diese Klage, weil die Presse natürlich breit berichtet, weil keiner das so richtig verstehen kann. Und jetzt zwangsläufig eine öffentliche Diskussion über das Sterben, über Hospiz im Allgemeinen,
Missverständnissen über die Nachbarschaft entstanden ist. Aber was ist denn das Problem? Was ist? Ich glaube, sie fühlen sich, haben Angst, dass vielleicht der Tod zu präsent sein könnte durch Leichenwagen, die da durchfahren. Ich weiß es nicht. Ich weiß die haben Angst, dass sie irgendwann selber auch sterben müssen. Das ist ja wieder das Ding. Spricht man drüber oder verdrängt man es? Da kommt das wieder der Satz deiner Großmutter. Ich bin die Nächste. Ja, möglicherweise. Ja, aber Hospiz, das ist ja total... Also, laut sind die nicht? Ne? Nee, laut sind die nicht. Auch ganz früh. Ja, wovor haben die denn sie nicht? Also, laut ist da keiner mehr. Auch nicht. Nee. Aber ist jetzt das, also die Angst vor, die Angst sozusagen, den Tod da so mitten reinzuholen in das vermeintlich schöne, pralle Leben? Ja, das ich glaube, das ist die Angst. Also es gibt eben viele Menschen, die das Thema Tod und Sterben eben gerne verdrängen und das nicht vor Augen haben möchten. Und so kann ich es mir nur erklären. Das ist aber eigentlich ganz gut, dass dadurch diese Diskussion angestoßen wird, denn dadurch sind wir alle gezwungen, uns damit zu beschäftigen und das zu diskutieren. Warum haben wir so eine Angst davor? Und das ist wiederum dann auch, hat das auch was Gutes, dass diese Leute sich darüber aber so es ist natürlich wäre. Gleichzeitig auch ein Wahnsinn, dass wir mittlerweile offenbar schon nicht mehr in der Lage sind, mal einen durchfahrenden Leichenwagen zu ertragen. Also das finde ich schlimm. Sagt sehr viel über uns auch als Gesellschaft aus. Ja, weil diese Hospize, wir werden mehr brauchen davon, weil die Menschen immer älter werden. Das können nicht alles Altersheime und Krankenhäuser. Sie werden schon älter, aber sie werden krank. Also sie werden älter, aber sie sind nicht gesund. Nee. Sie werden halt am Leben erhalten. Aber das ich lebe in einem Bauerndorf und da ist der Tod genauso selbstverständlich wie geboren werden oder Hochzeit oder Geburtstag. Das ist alles dasselbe. Mhm. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und da muss man sich nicht davon drücken oder. Das Buch, also wir haben uns das hat sich wunderbar ergänzt. Also dieser Tipp ist zum Beispiel, wenn man Babybodies hat oder Babywäsche, wo die Flecken nicht rausgehen, weil man ja immer nur, man wäscht ja nicht mehr bei 90 Grad, sondern nur bei 40 Grad oder 60 Grad. Karotte. Einfach in die Sonne hängen. Karotte? In die Sonne. Karotte? So, in die Sonne. Wenn Karotte nicht rausgeht. Die Sonne bleicht alles weg. Alle Kränze. Die Sonne brennt die Karotte raus. Na gut, das ist ein Versuch. Genau, das ist ein gut. Das ist zum Alle Flecken oder nur Karottenflecken? Nö, also Flecken im Allgemeinen. So haben das die Bleicher früher ja auch gemacht. Die haben das einfach alles in die Sonne gelegt. Wie ist das mit Gurkenflecken? Auch. Also ich habe jetzt nicht 20 verschiedene Fleckarten ausprobiert. Ja. Ich glaube, dass es funktioniert. Oder ein Tipp, den ich auch sehr liebe, ist der von Gail Tufts. Wenn man morgens den Tag begrüßt, nackt vor dem offenen Fenster tanzen. Super. Das fand ich auch eine ganz lustige Idee. Hat Gail Tufts mal den Nachbarn gefragt, wie die das finden? Ich wollte gerade sagen, sie hat, glaube ich, keine Nachbarn, die direkt reingucken können. Bei mir, als ich das erste Mal ausprobiert habe, war mir etwas peinlich, als den Nachbar ich den nächsten Tag auf der Straße getroffen habe. Weil bei uns ist es doch recht eng bebaut. Ich glaube, das mache ich nur noch im Urlaub. Das mache ich nicht zu Hause. Also, aber das bringt einen gut drauf, wenn man nackt am Fenster tanzt. Ja, das ist schön. Also, es ist wie Joggen, nur ohne was an. So ein bisschen. Caroline, was für ein Schwachsinn, ne? Das hört sich schrecklich an, ja. Oder? Ja, heutzutage muss ja auch mal Angst haben, dass sich einer filmt und das dann bei YouTube drin ist. Ne? Ja, oder eine Drohne, weißt du, eine Drohne. Kommt eine Drohne vorbei. Ja. Auch schön. Erst liefert die Drohne das Amazon-Paket ab und dann filmt sie den noch kurz. Ja, super. Ja. Ein Traum. Oh mein Gott. Weil du gerade, Bettina, sagst joggen. Du joggst ja tatsächlich sehr viel, ne? Genau, ich jogge, versuche immer so dreimal die Woche. Ist es wahr, dass du auch beim Joggen dein ganz persönliches FKK-Erlebnis hattest? Ja, wir landen immer in so einem schlüpfrigen... Ich habe ja auch so lustige Geschichten drumherum erzählt, diese ganzen Alltagstipps. Unter anderem bin ich eben beim Joggen mitten im Wald einem Mann begegnet, der war ein Stück weit weg und ich dachte, was hat der für einen hautfarbenen Jogginganzug? Merkwürdig, weil das war eben so hautfarben, er hatte aber eine Mütze auf, er hatte einen Rucksack. Das ist wichtig. Meiste Wärme verliert man über den Kopf. Ja, Wanderschuhe und Handschuhe an. Und dann dachte ich, komisch. Und dann bin ich näher gelaufen und dann dachte ich, er ist nackt, er hat nichts an. Ich fand es auch ein bisschen beängstigend. Ne? Ich war allein im Wald, so ein Nackter. Der ging auch, wanderte dann genau vor mir über die Lichtung, verschwand nach rechts und dann hörte ich nur so ein Kreischen. Da dachte ich, oh, da hat er wahrscheinlich gerade eine Spaziergängerin getroffen. Und dann war ich froh, dass ich links abbiegen konnte. Und jetzt ohne Witz, ich biege links ab und dann kommt mir ein Polizeiauto, mitten im Wald, ein Polizeiauto entgegen, hält mich an und der Beamte sagt, entschuldigen Sie bitte, wir suchen zwei Personen. Zum einen einen Nackten, zum anderen einen bärtigen, ausländisch aussehenden Mann, der hier im Gebüsch sein Unwesen treibt. Da habe ich gesagt, der Nackte ist gerade da runter. Der Bärtige hat mich noch nicht getroffen. Ich schwör's. Genau so war's. Das ist ja irre. Und
Und hatte hier im südlich von Hamburg, im Naherholungsgebiet. Wollen Sie mitmachen, Herr Rauch? Ich hatte nur gehört davon, dass das immer, dass es so Nachbarnergruppen gibt, aber dass sie das ganz alleine machen. Ja, das ist, gibt's das, das ist ja Wahnsinn. Und hat die Polizei dann Jürgen Drews hinterher erwischt? Und was war mit dem Bärtigen? Der Bärtige, der ist mir nicht begegnet. Ich habe die ganze Zeit natürlich gedacht, gleich kommt der aus dem Busch gesprungen. Aber den haben sie vielleicht irgendwo aufgegabelt. Vielleicht war das der Bärtige, der hat sich halt einfach ausgezogen. Nee, der hatte keinen Bart. Und rasiert. So, und jetzt für mich der absolute Höhepunkt. Nadja, wissen Sie, was Streuhaar ist? Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas Farbiges ist. Was Farbiges? Ja. Also, Caroline, weißt du, was Streuhaar ist? Ja. Wie kennst du das? Dass du das nicht weißt. Von Kollegen, die schütteres Haar haben. Genau. Männliche Kollegen. Männliche Kollegen. So, und du sprichst über Streuhaar. Ja, das ist auch so ein Tipp. Was ist denn das? Das ist auch so ein Tipp für Leute, die wenig Haare haben. Das ist, ich habe es hier extra mitgebracht. Oh, nee, bitte nicht. Ja, doch, das ist so, sieht so. Guck mal, Wer nimmt das? Wer benutzt das? Das nehmen Männer, vorzugsweise Männer, die im Fernsehen auftreten, die schon so etwas lichter. Du hast das ja nicht, Herr Rauch hat es auch nicht. Etwas lichtere Stellen. Du bist doch beim NDR, ne? Ich bin beim NDR. Wir hatten da lichteres Haar. Das sind gar nicht niemand. Die haben ja alle das Streuhaar. Das sind auch viele Schauspieler. Viele Schauspieler. Es ist ganz Kocek. Üblich. Kocek. Soll ich das mal demonstrieren? Kann ich Ihnen das mal demonstrieren? Okay, dann komme ich. Haben Sie Lust? Das ist jetzt nicht Ihre Haarfarbe. Ich gebe Ihnen mal das Mikrofon. Was ist denn das für eine Haarfarbe? Gibt es das in verschiedenen Haarfarben? Ja, das gibt es in allen Farben. Gibt es das auch in diesem Margot Honecker Violett? Das weiß ich nicht. Aber man kann das auch mischen. Das ist also Echthaar klein gehäckselt. Und das ist, da sprüht man mit so einem... Ich mache das mal bei Ihnen. Wie heißen Sie? Heino. Heino. Er möchte nicht, dass es jeder weiß, wie er heißt. Ich wusste gar nicht, wie Heino ohne die blonde Perücke aussieht. Das war mir gar nicht klar. Und wie Hannelore ist. Also, Heino, darf ich das bitte an Ihnen einmal zeigen? Ja, Sie dürfen es ausprobieren. So, pass auf, jetzt macht man so, man drückt auf diesen Blasebalg. Guck mal hier, es kommt das Haar da raus. Also, es ist jetzt die falsche Farbe, aber wenn das jetzt, es muss relativ dicht, so man, also versteht man das Prinzip? Also, die Haare, die schütteren Stellen, die werden abgedeckt. Ne? Man sieht, das sieht so aus, als wäre da noch volles Haar. In Wirklichkeit ist es aber nicht mehr voll. Nee, Bettina, ich muss dich enttäuschen. Das sieht nicht so aus. Das sieht eher aus wie... Ja, weil das die falsche Farbe ist. Ja. Also von hier hinten geht's. So. Also, weil Heino hat ja graue Haare. Also sieht das unnatürlich aus. Mach unten noch mal ein bisschen mehr, damit wir eine Vorstellung davon kriegen. Und dann kannst du mal eine Stelle einfach wirklich zumachen? Hinten. Ja. Aber... Super. Okay. So. Bettina. Klar sehen. Guck mal, wie voll das jetzt auch Heino, können wird. Können Sie bitte einmal kurz sich umdrehen, damit wir Sie einmal von hinten sehen? Guck mal, ich habe den Anfang jetzt gemacht. Nein, nicht den Guck mal hier. Das sieht super aus. Sieht man es? Man sieht es doch ganz klar, oder? Wenn ich jetzt weitermachen würde, wäre das weg. Die Kahnestelle wäre weg. Ja, nimm nicht alles. Vielleicht brauche ich es noch nächstes Jahr. Lass mal kommen. Nicht, dass wir hier ein bisschen was sollten wir überbehalten. Also dann sprüht man das mit Haarspray fest und das sieht top aus. Und wenn der Xaver kommt, der Orkan hier in Hamburg, was ist dann? Nein, das wäscht man natürlich abends dann raus. Also nehme ich an. Ich habe es selber noch nie benutzt, aber ich sehe es ja bei den Kollegen. Ich finde... Du siehst es bei den Kollegen. Nein, ich sehe es. Ich habe schon gesehen, wie Menschen in der Maske es benutzt haben. Ich war nicht in der Dusche dabei, als sie es wieder entfernt haben. Vielen Dank, Heino. Heino, herzlichen Dank dafür, dass Sie diesen Spaß mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ein Wahnsinn. Ist den Leuten das... Also ich verstehe das auch. Ich verstehe auch, wenn Männer sich Haare einpflanzen lassen, oder, Caroline? Ich finde das okay. Ich glaube, seit Jürgen Klopp ist das ja auch kneipentauglich geworden, ne? Ja, ich finde es auch okay. Da ist es cool. Mhm. Und bei manchen fällt es ja dann aber sehr auf, ne? Also wenn man jemanden immer kannte mit Halbglatze und dann plötzlich hat er eine Mütze auf, dann... Schon komisch, ne? Ja. Man muss das dezent machen, so ein bisschen und dann so... Wo werden denn aber diese transplantierten Haare, die werden doch dann von irgendwo weggenommen? Ja. Die werden hinten weggenommen und dann nach vorne. Das ist die Methode Jürgen Klopp oder auch Christian Lindner von der FDP. Ich habe immer gedacht, ich finde das völlig in Ordnung.
Das absolut, darf man machen. Völlig in Ordnung. Aber ich glaube, ich hätte so eine Panik. Stell dir mal vor, du stehst unter der Dusche und dann zählst du doch jedes einzelne Haar und weißt dann 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro für alles. Oder? Die Hölle. Also, ich würde auch denken, also wenn man verpflanzt sich das ja, wenn man merkt, so, oh, die Haare gehen langsam nach hinten weg, ne? Dann fängt man an, okay, man macht sich dann so ein paar da rein, aber dann die anderen Haare, die fallen ja dann weiter aus. Also dann hast du dann irgendwann hier nur noch so ein paar. Das ist so komisch. Nee, das ist nicht so. Ich glaube, dass man hofft dann und betet auch gelegentlich, dass die Wurzel sich so weit irgendwie dann verfestigt. Und dann sprießt das weiter irgendwann. Ach, das dann raus. Ist ja wieder richtig, dann fängt zu wachsen. Dann. Ja, ja, klar. Da gibt es, also ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema mal beschäftigt. Tatsächlich. Oh, bei mir funktioniert super. Du hast doch wunderbar bei dir. Ja, du verlierst gar keine Haare. Ne? Hat auch echt was gekostet. Ja, bei mir hat es auch funktioniert. Ja, ja. Ja. Alles unecht. Nein, aber im Ernst. Ich finde aber, er sieht jetzt so aus wie diese gezeichneten Fahndungsfotos da. Heino, lassen Sie sich nicht irritieren. Es ist alles in Ordnung. Ich habe ja gesagt, es ist die falsche Farbe. Habe ich doch gesagt. Das wird noch ein schöner Abend. Das war so ein bisschen wie Home-Shopping. So. Gucken Sie, oh mein Gott, die Haare. It works. Oh Gott. Ja. Also, let's be it. Aber ich wollte nur sagen, es steht auch lustig. In diesem Verkaufskanal, ne? Ja, ja, genau. Ey, gut, dass du es ansprichst. Haare ist ein gutes Thema. Ja, also, genau. Stehen auch Tipps drin, wie man durchaus ernst nehmen kann. Sind das Spenderhaare? Also, ich finde es ein sehr, sehr unterhaltsames Buch. Bettina, ist dein erstes Buch übrigens, ne? Genau, das habe ich erstmal probeweise mit meinem Redakteur zusammengeschrieben, weil ich mal sehen wollte, wie das so klappt. Letzte Frage, woher kommen diese Haare? Welche Haare? Ja, seine Haare jetzt zum Beispiel, die hier. Die kriegt man im Friseurgroßhandel. Ja, aber wo kommen die denn her? Muss ich damit rechnen, dass mein Friseur meine alten Haare auf dem Boden noch mal klein häckselt und an... Ich nehme an, die kommen aus dem Ausland. Das ist wie bei Extensions. Das kommt irgendwo aus dem Friseurläden ab und kehrt das zusammen. Solange es dein Haupthaar war, ist es doch okay. Ja, aber ich würde... Das lassen wir jetzt mal so stehen. Gut, dass es keiner verstanden hat. Ist vielleicht besser so. Also, was wir gelernt haben und was auch diesem Buch sehr zu nehmen ist, Männer kommen mittlerweile auch richtig unter Druck, ne? Ja, also so viele Haushaltstipps von Männern, Wahnsinn. Von den Frauen kamen eher diese Handwerkssachen und von den Männern kamen dann diese ganzen Sachen im Haushalt, inklusive Kochen und Putzen. Ja, aber auch was Aussehen angeht, stehen Männer mittlerweile richtig unter Druck. Caroline, Frauen stehen auch unter Druck. Ja, natürlich. Klar. Ist auch ein guter Teil deines Programms. Was ist der Druck, den Frauen mittlerweile haben? Ja, mittlerweile weiß ich, also ich kann ja nur von, wenn ich so überlege, in meiner Pubertät war das schon allein, dass ein anderes Mädchen da war, mit dem man sich verglichen hat, das war schon total schlimm, weil man gedacht hat, was ist mit meinem Körper los? Die ist ja ganz anders. Aber heutzutage, wenn ich mir vorstelle, ich wäre heutzutage in der Pubertät, das ist so abgefahren, weil man ja heutzutage vergleichen sich ja die jungen Mädchen mit Plastik. Körpern, mit unrealistischen Körpern. Man sieht ja nur noch Plastikbrüste im Fernsehen. Man sieht sowieso nur noch Brüste. Ich mache den Fernseher an, Brüste. Und wenn ich mal keine sehe, gehe ich ins Internet. Wieder Brüste. Man kann sie sich überall angucken. Ne? Früher waren ja die einzigen Nackten, die man gesehen hat, waren in der Bravo die. Aber jetzt, heute überall. Ne? Und manchmal weiß er auch gar nicht, ob es jetzt, war das jetzt Brüste oder war das ein Hintern oder war das, keine Ahnung. Und mittlerweile, ich bin total, man ist so gesättigt. Ne? Von Titten gesättigt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wirklich, ich sehe Michaela Schäfers Titten öfter als meine eigenen. Das stimmt was nicht. Ja. Überleg mal, so eine echte weibliche Brust, ne? Ganz echt, ohne Operation, ohne alles, die sieht man nicht mehr. Im Fernsehen nicht. Ne, stimmt. Nur noch in so Dokus bei Arte, wo so Naturvölker gefilmt werden. Da vielleicht. Ja. Aber sonst, also, wenn ich mir vorstelle, man wäre jetzt in der Pubertät, das wäre Riesendruck, klar. Ich hab mal überlegt, warum ich immer so schlecht in Mathe war. Aber ich glaube, ich habe einfach mit 13 nur noch darüber nachgedacht, ob mein Hintern fett ist, glaube ich. Da habe ich gar keine Zeit mehr gehabt, über Mathe nachzudenken. Ja. Aber diese Naturdokus sind doch völlig in Ordnung, finde ich. Ja, da gucken dann die Kinder halt hin und dann, guck mal, die armen Leute, die haben da nichts. Die haben kein Silikon, nicht. Die armen. Du bist ja jemand, der wirklich auch die ganz heißen Eisen anpackt, gerade in diesem Jahr gemacht hat, Caroline. Wir müssen jetzt mal kurz ernsthaft